Es ist der 24. Februar 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern er hat eine etwas reduzierte Sendegarten-Crew dabei. Aber immerhin, ich begrüße ganz herzlich die Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und der Sebastian ist auch dabei. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Grüße gehen an dieser Stelle hinaus an Lars und Claudia. Die sind heute mal nicht da. Die nehmen sich haben anderes vor oder haben sich Urlaub genommen oder was auch immer. Die wissen die Zeit ganz gut anders zu verbringen. Schöne Grüße an euch. Und wir haben zwei Gästinnen auf der Gartenbank sitzen und das ist zum einen die Paula. Guten Abend, Paula. Guten Abend. Und einmal die Sarah. Guten Abend, Sarah. Huhu. Paula war schon einmal im Sendegarten. Ja. Hatte sie auch schon den Twitter-Handle fair_sein, genau. Aber noch einen anderen, wie nennt man das denn? Klarnamen? Vornamen. Andere Vornamen. Ach, genau. Vornamen. Vornamen heißt das auf Deutsch. Vornamen, ja, genau. Vornamen. Aber das ist aber auch schon eine Weile her. Also wir haben das mal überlegt, das war September 2018. Also da, seitdem genau. Ist eine Menge passiert und zum Beispiel genau. Auch eine Vornamensänderung. Genau. Und jetzt heißt Paula. Genau. Wer mehr darüber wissen will, kann auch noch reinhören. Ist mir gerade eingefallen. Neben den Sendegarten, wo ich dabei war, auch in den Sendegarten 125 Q Bono Gelee-Bananen. Da war mein Podcast-Kollege Frank zu Gast und hat sich auch daran versucht, das mit Paula zu hinzubekommen und zu erzählen. Ist ihm das gelungen? Ich weiß ja, gar nicht ist ihm mehr. Gelungen. Ich glaube schon, ne? Ich weiß nur, dass er ewig lange bei dem Deadname blieb und dann irgendwann der Echt? Chat ihm darauf hinweisen musste und er dann endlich mal den Namen geändert hat. Ansonsten weiß ich nicht mehr viel, aber ja. Ich glaube, irgendwann meinte Vera oder Vera meinte, glaube ich, den gerade irgendwann der mal so, ja, Paula. Und Frank dann so, ja stimmt, wir sollten mal den Namen ändern. Nachdem es jedenfalls aus dem Chat gab, weil er halt mit dem alten Namen damals noch angefangen hat, das ist halt auch schon wieder eine ganze Weile her. Mittlerweile würde er da, glaube ich, auch anders rangehen. Er meinte auch zu mir so, also das war im Juni 2021, so lange ist das gar nicht hier, sehe ich gerade. Und da meinte er so, ich habe halt auch irgendwie gar nicht mit dir darüber gesprochen. Als ich denn in der Sendung war, dachte ich so, hätte ich mal mit Paula darüber reden sollen. Naja, egal. Schöne Grüße gehen raus an Frank. Er wird das sicherlich hören, denke ich mal. Irgendwann. Ich hab's tatsächlich so, meine Erinnerung ist sowieso schlecht, von daher. Aber ich hab immer gedacht, boah, wie souverän Frank damit umgeht. Macht er ja auch. Aber auch in dem Podcast. Das war, glaube ich, auch das einzige Mal. Also in den Live-Podcasts kriegt das eigentlich immer super hin. Ich finde das auch total toll, wie er das hinkriegt. So, ich bin auch so ein Gewohnheitstier. Also wenn sich in meiner Umgebung irgendwas ändert, da brauche ich ja ewig lange, bis ich mich darauf eingestellt habe. Und wenn jetzt eine Person in meinem Umfeld jetzt einen anderen Namen hätte, auch ich meine, es reicht ja schon. Muss ja nicht mal eine Transition dahinter stecken, reicht ja schon, dass jemand heiratet oder so und dann dadurch den Namen wechselt. Bis ich das geschnallt habe, dass die Person jetzt bitte einen anderen Namen hat. Oder wenn dann jemand sagt, ist Frau oder Herr so und so da und ich sage, nee, die gibt's hier nicht. Und dann sagt er, doch, natürlich gibt's sie. Oh, das ist mir schon so oft passiert. Also das, da habe ich immer gedacht, mein Gott, der Frank, der hat das aber schnell drauf, aber war gar nicht so schnell. Okay. Doch, der hat das schnell drauf gehabt, der hatte nur in dem ein Podcast Probleme gehabt, weil er angefangen hatte, von mir zu erzählen in einer Zeit, bevor ich transitioniert war. Und dann hat er im Podcast bei der Transition irgendwann den Wechsel nicht mehr hinbekommen. Das ist ihm auch furchtbar peinlich. Ich sollte das gar nicht so sehr
sollte das gar nicht so sehr ausbreiten hier. Ja, ja. Im Chat ja. kommt gerade irgendwann noch ein gedankliches blaues Auto, was halt im halben Jahr rot ist. Guten sehr Abend. Schön. Genau. Das ist auch immer gut, wenn man dann auf den Parkplatz geht, ne, und sucht dann sein Auto. Mein Auto ist gestohlen. Ach nee. Das ist ja ein neues. Das könnte 100% mir passieren, wirklich. Also das, ich fühle mich da sehr angesprochen von. Oh je, oh je, oh je. Jetzt haben wir schon schwierige Worte ins Feld geworfen. Transitioniert sein. Ich weiß ja, viele Menschen, die uns hier zuhören, die haben wahrscheinlich das ein oder andere über Transidentitäten schon mitbekommen. Also Menschen, die im Laufe des Lebens sich, wie soll man das sagen, neu finden, kann man das, darf man das so sagen? Neu definieren wollen oder müssen? Schwierig. Neue Rolle ist auch blöd. Ne? Kann man das denn sagen? Ich würde sagen, überhaupt müssen. Finden. Finden. Das überhaupt, ist ja nicht ja, neu. Aber das machen ja, das müssen ja alle. So. Also das ist ja unabhängig von der Geschlechteridentität, die man vielleicht. Ja, hat. Aber das ist halt so. Ja, aber halt in dem Gebiet. Man findet sich halt einfach nochmal so und stellt dabei dann fest, so, da passt was nicht. Ja. Und dann, ja. Also darum geht es, liebe Zuhörende, die ihr sonst noch nie mit dem Thema Transidentität zu tun habt. Darum geht es. Genau. Wir sind auch trotz unserer tiefen Stimmen tatsächlich zwei Frauen, die hier reden, ich und Sarah. Ja. Ne? Also das hat schon seine Richtigkeit. Sagen die Namen ja schon, Paula und Sarah, weiblich. Ja, genau. So. Ja, genau. Genau. So. Also lass mich von den tiefen Stimmen dann nicht irritieren. Genau. Das hat seine das ist so, man kriegt sein ganzes Leben lang erzählt so, hey, du bist ein Junge, du bist ein Mann und irgendwann kommt man drauf so, nee, das stimmt ja gar nicht. Und dann geht man halt so seinen Weg. Und versucht der ganze Zeit. Bevor wir dahin kommen, also wir sind noch im Intro sozusagen und macht überhaupt nichts. Struktur, wir werden heute sowieso so ein bisschen hin und her hüpfen, mal gucken. Was ich aber gerne noch sagen wollte, normalerweise versuche ich ja immer zu dem Datum irgendwie irgendwas Lustiges zu finden oder Interessantes. Also ich gucke dann, gerade bei der Nachbearbeitung gucke ich dann gerne mal in den Kalender und oder in die Suchmaschine und was fällt mir denn zu dem Tag ein. Und das sind immer Dinge aus der meistens Dinge aus der Vergangenheit. Heute fürchte ich, ist es ein Tag, der erst in die Geschichtsbücher eingehen wird. Der 24. Februar 2022. Denn es ist tatsächlich passiert, dass seit 1939 das erste Mal wieder jemand einen Angriffskrieg innerhalb dieser Welt, also in unserer überschaubaren Welt, es gibt überall kriegerische Auseinandersetzungen. Finde ich jetzt schwierig, das so zu bezeichnen. Also innerhalb Europas wäre, glaube ich, oder? Ja, das ist auch falsch. Das hat heute Morgen jedenfalls ein Experte im Deutschlandfunk gesagt und ich erlaube mir, das jetzt einfach mal so zu übernehmen. Egal. Finde ich tatsächlich schwierig, Poller kommt jetzt mit Trivia. So. Finde ich tatsächlich schwierig, weil ich nicht weiß, wie man den Jugoslawienkrieg einordnen muss. Ja, genau. Als ich es gesagt habe, fiel es mir dann auch ein. Und Afghanistan ist sicherlich auch so eine Frage. Und Afghanistan, ja gut, du hattest jetzt Europa gesagt. Afghanistan ist jetzt nicht mehr Europa. Um mich zu retten. Egal, aber allen Details zum Trotz, es ist einfach eine Schande, was da gerade passiert. Es ist einfach eine Schande. Und dieser russische Präsident, der sollte sich besinnen, dem, was er da tut. Ich muss aufhören, das versuchen zu den Worten zu kleiden, sonst werde ich mich hier strafbar machen. Das kann ich nicht tun. Meine Solidarität gilt allen Menschen, die da jetzt leiden müssen. Ganz klar. Und es ist ganz egal, auf welcher Seite. Die unter kriegerischen Auseinandersetzungen, unter überflüssigen kriegerischen Auseinandersetzungen. Es ist lustig oder komisch klingen. Es gibt vielleicht einen guten Grund, kriegerische Auseinandersetzungen zu führen. Aber das, was da gerade abläuft. Gibt es einen guten Grund, kriegerische Handlungen zu führen? Naja. Das finde ich irgendwie eine steile These. Ja, aber ich empfinde die Befreiung von Nazi-Deutschland, die die Alliierten seinerzeit gemacht haben, finde ich schon eine Form von Krieg, wo ich tatsächlich Sympathien empfinde.
Es ist komisch, ich gebe es gerne zu. Und es ist ein bisschen, aber das sind ja nicht die, die den Krieg begonnen haben. Genau, aber es gibt dann, das sind halt kriegerische Auseinandersetzungen gewesen. Ja. Das war Krieg. Also kriegerische Auseinandersetzung ist ja immer so ein Euphemismus, wenn ich Krieg sagen will eigentlich. Ja, gut. Du merkst, das war Krieg. Ja, okay. Okay. Ganz ist okay. Eisen. Nein, ich bin durchaus auch der Meinung, dass eine Form von Verteidigung, also ich bin... Ich finde das eh schon immer lustig, dass unser Kriegsministerium Verteidigungsministerium heißt. Aber ja, ich finde das eine gute Idee. Thema. Es ist eigentlich eine gute Idee, weil es dann schon mal darauf hinweist, wo die Aufgabe liegt. Wenn dir jemand was will, dann darfst du durchaus sagen, nein, hier, Grenze überschritten. Ja. Aber von sich aus bestehende Grenzen nicht anzuerkennen und einfach mal in Systeme von vor 50, 60 Jahren zurückzudenken, ich sitze hier nur und schüttel mir im Kopf, ich krieg das nicht aus, ich kann das nicht ausdrücken. Wie gesagt, ich bedauere es sehr, ich finde es unsagbar schlimm. Für mich ist das ein Kriegsverbrechen. Von mir aus könnte diese Person auch gleich mal in Den Haag da Rede und Antwort stehen. Aber warten wir die Entwicklungen ab. Vielleicht sind ja auch morgen die ersten Atombomben gezündet und dann hat sich das sowieso alles erledigt. Hoffen wir nicht. Glaube ich nicht. Also. Ja, ich habe auch nicht geglaubt, dass dieser Mensch... Ich traue dir mittlerweile auch ziemlich viel zu. Das aber nicht. Also ich bin ganz froh, dass der Trump nicht mehr bei den Amis an der Macht ist. Sonst wäre das jetzt... Ach, wieso? Trump hat doch schon gesagt, dass er das gut findet, was der Putin da macht. Ja, das eben. Ja. Entschuldigung. So. Ich habe immer zu viel Trivia an Bord. Das kennt, ich glaube, wer mich aus dem Hör doch mal zu Podcast kennt, der weiß, dass ich. Ja. Ich habe dann immer zu viel. Es ist nicht leicht, an Paulas Seite zu podcasten. Bin ich so schlimm? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. Wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns. Ich weiß. Bist gemein. Ich muss die anderen vorwarnen. Ach so. Ja, Vera, bitte, die Stunden des Aufnehmens ein bisschen zu reduzieren, weil meine Ohren wehtun, können wir ja vielleicht mal das Thema wechseln und weiterziehen. Oh ja. Das wäre vielleicht so. Sehr gut. Ich wollte ja sowieso nicht darüber reden. Von daher ist es jetzt schon mal schön in die Buchse gegangen. Und ja. Ich fand das interessant, warum du da jetzt drüber geredet hattest. Ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir nicht über die Ich habe gesagt, ich werde es versuchen reden. Und ich werde scheitern. Das habe ich ja. Nein, das ist einfach eine, nein, ich darf es nicht sagen. Mich riecht das auf. Mich riecht das auf und reicht jetzt aber auch. Genau, Punkt. So. Wir überspringen jetzt auch einfach die neue zum heutigen Ernte. Datum einfach, Steve Jobs wäre heute 67 geworden. So, haben wir alle Apple-Jünger glücklich gemacht. Und Daniel hat heute Geburtstag. Super, danke. Das ist doch, guck mal, Menschen glücklich machen, das ist und doch hier unser Ziel. Richtig. Die Labertasche hat heute auch Geburtstag. Ja, alles Gute. Genau, alles ist Gute. Ungefähr genauso erfolgreich wie Steve Jobs. Genau. Im Chat kommt gerade die Frage, wie so jung war der? Ja, Steve Jobs ist tatsächlich relativ jung verstorben. Ja. Gut. Ja, womit wir jetzt wieder ein negatives Thema draus gemacht haben. Danke, Paula. Super. Okay, ich wollte gerade schon weiter moderieren. Ich versuche es jetzt ein zweites Mal. Wir lassen einfach die neue Ernte aus, weil wir, abgesehen vom Kompott, der uns wieder zwei, drei aus dem Zusammenhang etwas schwer zu rekonstruierende Tweets geschickt hat, herzlichen Dank dafür. Aber die habe ich einfach heute zu spät gesehen. Wir überspringen das jetzt einfach und kommen dann direkt mal auf die Gartenbank. So, und wer es jetzt bisher tatsächlich nicht mitbekommen hat, auf der Gartenbank sitzen Paula und Sarah, zwei Transfrauen, die auch ein neues Podcast-Angebot gemacht haben, die sogenannten Transgespräche. Und ich denke, das ist Grund genug, da heute mal ein bisschen über euch beide zu reden und über dieses neue Projekt.
und herzlich willkommen im Sendegarten. Ja, Paula, schönen guten Abend. Paula hatten wir ja schon gesagt, kennen wir ja schon aus der Episode 58, aber Sarah noch nicht. Sarah ist neu am Mikrofon. Ja. Wie fühlst du dich denn so am Mikrofon? Wie soll ich mich fühlen? Ich rede einfach. Also ich sag mal so, wann habe ich Anfang letzten Jahres war ich das erste Mal, glaube ich, in einem Podcast zu Gast. Da war ich sehr aufgeregt. Mittlerweile ist das so, ja, Normalität geworden, wenn man so alle 14 Tage irgendwie ins Mikrofon spricht. Das ist, ja. Kannst du deine eigene Stimme inzwischen auch gut hören? Ja, tatsächlich. Also das ist immer so, was ich noch, also ich kann mich an mich selber erinnern, meine eigene Erfahrung, so rede ich, so hören mich andere Leute, das will ich nicht. Aber irgendwann habe ich dann mich ergeben und gesagt, ja, ist halt so. Und dann die anderen können ja weglaufen oder weghören. Ich wollte mal einen Audiokommentar zu einem Podcast schicken, habe ihn mir angehört und dachte, nein, das schickst du jetzt nicht weg. ja. Aber mittlerweile geht's und ich kann auch meine eigenen Podcasts hören. Weißt du noch, was für ein Podcast das war, wo du den Kommentar hinschicken wolltest? Ja, aber nicht welche Folge. Okay. Also es war Happy Shooting. Okay. Damals. Okay, also schon länger her sozusagen. 2012, 2013, 14, irgendwie so in dem Dreh. Also ja, lang ist's her. Aber ich wollte eigentlich das Gespräch beginnen mit sagen, euch beiden ist etwas gelungen, was nur wenig Menschen gelingt, eine Wohnung in Berlin zu finden. Aber jetzt habe ich gehört, ihr zieht wieder weg, oder was? Nein, wir sind ja da eingezogen, aber wir hatten ja beide vorher schon jeweils eine Wohnung in Berlin. Und die sind jetzt weg. Die haben quasi aus zwei Wohnungen eine gemacht. Ja. Aber habe ich denn nicht gehört, dass ihr von Berlin aus wegziehen wollt? Nein, wir sind in Berlin umgezogen. Bringe ich das durcheinander? Also vielleicht, weil es immer heißt Köpenick, aber das genau, gehört das noch ist zu Berlin. Berlin, genau. okay, ganz weit das, draußen, das ist, JWD. Genau. Ja, ist aber das, Köpenick ist der schöne Teil von Berlin. Kann ich mir schon vorstellen. Aber wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr denn in Berlin überhaupt eine Wohnung? Ich meine, ich kenne immer nur so Dokus, wo dann irgendwie im Treppenhaus so 60 Leute anstehen und dann kriegt dann der mit dem meisten Schmiergeld, kriegt das dann zugeschustert oder so. Sagen also, das wir sind so, ja ganz schlimme Geschichten. Ich wohnte in meiner anderen Wohnung jetzt 4 Jahre lang. Das war eine Genossenschaftswohnung. Und das ist schon der Trick. Und genau, das war der Trick, weil wir haben dann gesagt, dass wir uns in der Genossenschaft vergrößern wollen und damit zählte meine alte Mitgliedsnummer von vor 4 Jahren. Und damit war ich in den Listen halt immer sozusagen so alle, die älter als 4 Jahre, die noch länger als ich in dieser Genossenschaft wohnten, die waren vor mir dran, alle anderen nicht. Ah, okay. Weil Aufgabe der Genossenschaft ist es, ihren Mitgliedern Wohnraum zu geben. Und dadurch haben wir jetzt eine Wohnung bekommen, die sehr groß ist, im Altbau liegt und eine sehr günstige Miete hat. Mhm. Ja, weil das Schöne bei dieser Genossenschaft ist, die heben die Miete nicht an. Genau. Ja, wir haben hier eine Dreizimmerwohnung und zahlen dafür 650 Euro und ja, warm. Das ist in Berlin, ist das sonst nicht zu kriegen. Also dann liege ich ja doch ganz richtig mit meiner Überlegung. Euch ist etwas gelogen, was sonst keinem liegt. Definitiv. Ja. Boah. Genau. Krass. Ja, das war ein Glückstreffer hier. Und nein, ich sag nicht, die Quadratmeterzahl, da werden noch mehr Menschen neidisch. Weil sie ist nicht klein. Drei Tanzsäle. Zwei Tanzsäle und ein kleines Wohnzimmer. Aber sie liegt Luftlinie ungefähr 500 Meter entfernt von der alten Försterei. Genau, das ist das Stadion, wo der erste FC Union spielt. Seid ihr Fußballinteressierte? Jein. Wird man, glaube ich, automatisch, wenn man so nah am Stadion wohnt, oder? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Das Textilvergehen, schöne Grüße gehen raus, höre ich tatsächlich öfter mal. So. Ja, schön. Das ist toll. Und da, bitte, erzähl ruhig. Ja, nee, das Schöne ist, das ist aber hier so eine eher ruhige Nebenstraße. Also, man kriegt hier gar nicht so viel mit. Also, Stadion hört man. Ja. Aber es geht, das ist nicht laut und wenn die Fenster zu sind, hört man auch nichts mehr. Ja. So.
Also das ist so, ich dachte auch erst so, uiuiui, so nah am Stadion, keine Ahnung, ob das gut ist, aber hier ist echt ruhig. Auch ja, ja morgens auch auf dem Balkon sitzen, so hinten raus, man hört halt nichts außer Vögel. So, und die Kita-Kinder, wenn sie da sind. Wenn sie da sind, aber die kommen erst ab um 10 raus. Also. Auch das weißt du schon, okay. Ja, natürlich. Ja, so früh war ich noch nicht wach, um das rauszufinden. Okay. Nee, es ist tatsächlich sehr schön und gemütlich hier. Also direkt vorm Haus. Ich bin gespannt, wie es im Sommer wird. Es sind halt ein paar kleine Schrebergärten. Genau, hinten raus jetzt. Ach, das klingt ja nach einer totalen Idylle. Raus. Also vor meinem geistigen Auge ja, wird es jetzt immer netter. Es ist total nett hier, ja. Hier draußen auf der Straße stehen noch so Gaslaternen. Und dann kommt der, und die Straße kommt der Milchmann vorbei. Ja, du kannst hier Drehorgelspieler. Ja, ja, das kannst du ja locker aufnehmen in der Straße. Drehorgelspieler? Steht nee, vom Forum öfter mal. Stimmt, ja, ja. Nee, ich meine so alte 30er-Jahre-Szenen in der Straße geht ja, das. Ja, hier geht das locker. So, so die Gasbeleuchtung ist auch noch da. Ja. Ich sag ja, ist der schöne Teil Berlins. Ja, das klingt wirklich so. Das klingt wirklich so. Ich hab mal, Gigabit-Internet. Ich habe mal eine Weltraumaufnahme von Berlin bei Nacht gesehen und da konnte man, das stand zumindest in dem Text, ich weiß jetzt nicht, vielleicht war das alles auch ein bisschen gefotoshoppt, aber da sagten sie, man sieht genau, was Westen und Osten war, weil die Beleuchtungskörper waren in dem einen heller und in dem anderen, also kaltweiß und in dem anderen warmweiß genau. Sozusagen. Das konnte man von oben ja, sehen. Ja, also im Westen Berlins sind hauptsächlich so Leuchtstoffröhren verwendet worden, die halt dieses typische kaltweiße Licht abgeben. Ja. Während im Osten der Stadt halt Natriumdampflampen verwendet werden, die halt ja so orange-gelb leuchten. Ja. Das ist tatsächlich so. Also hätte man mich jetzt spontan gefragt, hätte ich gesagt, ach, so, geh ich lieber dahin, wo es so schön warm und kuschelig ist. Ne? Also da wäre ich vielleicht schon nach Osten abgebogen, also rein von der Optik her. Und da seid ihr. Ganz, ganz ja, tief ganz im Osten ja. So. Schön, schön, schön. So, als Frank mich das erste Mal besucht hatte, meinte er so, interessant, dass nach so viel Wald hier nochmal so richtig Zivilisation kommt. Am Ende der Welt links ab, da wohnen wir. Ja. Ja, tatsächlich. Ja, wenn du aus Berlin rausfährst, also wirklich rausfahren, also dann kommt kein Zorst, dann kommt, ich glaube, erstmal lange nix und Wald, dann kommt irgendeine Station mitten im Wald, dann fährst du weiter, dann kommt wieder nur noch Wald und dann kommen irgendwie ein paar Häuschen und dann bist du da. Ja. Und ich weiß, meine eine Oma, das finde ich immer ganz lustig, wenn die in die Stadt fährt, dann fährt sie in die Altstadt. Ansonsten fährt sie, Achtung, nach Berlin. Das ist was anderes. Ja. Das habe ich aber, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt. Das erzähle ich gerne mal. So, ja, das ja, ja. Aber hier ist tatsächlich schön. Schön, schön, schön. Und viel Wasser. Ich mag ja Wasser. Ja. Habt ihr denn vorher auch schon in Gesellschaft gewohnt? Wie nennt man das denn? Wohngemeinschaft oder mit anderen Partnern? Oder seid ihr jetzt quasi vom Single-Dasein zum Paar zusammen geworden? Das ist ja immer mit Herausforderungen verbunden. Willst du anfangen? Kann ich gerne machen. Also ich habe seit dem letzten Podcast komplett alleine gewohnt. Ich glaube, davor habe ich mal auch in... Also seitdem ich es mir aussuchen kann, habe ich allein gewohnt und ja, irgendwann kam dann Sarah in mein Leben und dann ist Sarah irgendwann durch Zufälle bei mir eingezogen in meine damalige Wohnung. Ganz provisorisch. Habt ihr gewürfelt? Wenn du eine 6 würfelst, ziehst du ein, oder? Nein, es ging mir tatsächlich letztes Jahr relativ schlecht und ich konnte nicht alleine sein. Und Paula war so lieb und hat gesagt, dann kommst du zu mir. So, die Frage war Psychiatrie oder kommst du jetzt zu mir? Und dann habe ich gesagt, du kommst zu mir. Aber das war ja nur provisorisch. So ein Dreivierteljahr, bis wir uns eine gemeinsame Wohnung gesucht haben. Ja. Okay. So. Ja, es war mir so, was zusammenzureden, wurde nie geredet, das wurde einfach gemacht. Ja.
Tatsächlich. Also, ja, bei mir das, ist dann, das genau anders. Dann stellt sich die Frage ja fast gar nicht. Ne? Also zusammenziehen bedeutet irgendwie erstmal sich neu und zu orientieren und so weiter. Aber das habt ihr dann alles schon hinter euch, sogar mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Genau, anderthalb Zimmer und das halbe Zimmer war wirklich nur zum Schlafen geeignet. Ja, es ist trotzdem ein Neusortieren. Tatsächlich. Ja, definitiv. Das davor war, ich war halt immer nur Gast. Ne? Das war nie meine Wohnung. Mhm, ja. So, ja. Und jetzt ist das halt auch meine Wohnung. Jetzt müssen wir uns dann auch ein bisschen sortieren, weil ich plötzlich Ansprüche stelle. Ja, ich wollte gerade sagen, kannst du, Paula, räum das mal weg hier aus meiner Wohnung oder aus meiner Hälfte dieser Wohnung. Nee, das geht schon. Das passt schon. Sie ist dann immer überrascht, so wow, die Küche sieht ja sauber aus. Mhm. Gut. In meiner Wohnung sah sie auch meistens sauber aus. Das stimmt. Aber ja, um auf die Frage zurückzukommen, bei mir ist das nämlich genau umgekehrt. Ja. Was ist umgekehrt? Das habe ich mit dem verloren. Alleine und zusammenwohnen und wie das so war. Ah, ja. Erzähl mal, wie ist es denn? Ich bin tatsächlich damals mit frisch 16 direkt von meinen Eltern ausgezogen und mit meiner noch Frau zusammen in eine Wohnung. Mhm. Also ich habe jetzt quasi 17 Jahre mit ihr irgendwie zusammen gewohnt und gelebt und hatte dann Anfang letzten Jahres das erste Mal, weil so durch die Transition das nicht ganz mit der Beziehung weitergeklappt hat, leider, war ich dann mal für 2 Monate alleine, bevor ich zu Paula gegangen bin. Also ich habe in meinem Leben ganze 2 Monate mal alleine gewohnt. So. Okay. Als das andere Extrem. Aber eine Partnerschaft zu verlieren durch Transition ist ja jetzt auch nicht so ganz ohne, ne? Nein, das ist heftig und ich habe da immer noch mit zu kämpfen. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Es geht so langsam. Ja, es war ein bisschen schade, aber... Ja. Kommen wir ja eigentlich jetzt zu dem Hauptthema eigentlich. Ja, ja, also. Wollen wir das die dritte Person da bei dir auch gleich noch mit einführen? Dritte Person bei mir? Na, dein Kind? Ach so, ja, ich habe eine Tochter. Aber das kann ja vielleicht so gleich noch kommen. Das kommt stimmt. Noch. Egal. Wir müssen ja nicht alles vorgreifen. Stimmt. Nein, doch, komm, hier, alle Familienverhältnisse jetzt auf dem Tisch hier. Oha. Ausweise und so. Hier, alles klar. Ich lebe aktuell in einer Polybeziehung. Das möchtest du nicht. Gut, so viel kommen da nicht mehr. Aber warum nicht? Wenn du damit klarkommst und alle Poly-Angehörigen damit klarkommen, warum denn dann auch nicht? Sagen wir so, ich bin auch weiterhin mit F1 Alex zusammen. Also ich lebe auch in Poly-Beziehungen. Ja. Okay. Das war für mich im letzten Jahr auch so eine Neuerung irgendwie. Ich meine, ich komme so aus dieser Welt. Ich bin irgendwie nach der Schule mit einer Frau zusammen, wir haben irgendwann geheiratet, Kind, so komplett mono-heteronormativ, wie man das so kennt. Und jetzt, ja, dann kam Paula so und ja, ich habe aber noch eine andere Freundin. Ich so, ja, ist okay. So, solange ich nicht die Nummer 1 bin, weil dann wird das ja für mich anstrengend. Aber ja. Nee, und jetzt ist das bei mir tatsächlich auch so weit, dass ich nebenbei noch andere PartnerInnen habe. Um das mal so zu nennen. Ich mache ja dabei Geschlechtern keinen Unterschied mehr. Wenn die Leute nett sind, dann komme ich mit ihnen zusammen. Mhm. Also. Früher nannte man das, glaube ich, offene Partnerschaft oder so, ne? Ist, glaube ich, der Begriff ist auch schon out, oder? Offene Beziehung ist nochmal was anderes. Und eine offene Beziehung ist meiner Meinung nach halt nur sexueller Kontakt mit anderen erlaubt. Genau. Während in einer Polybeziehung tatsächlich auch Gefühle und Liebe mit anderen Personen dabei sein darf. Genau. Und ist. Ich dachte immer, ich hätte eine offene Beziehung mit Alex, bis ich dabei nachgelesen habe und dachte so, nee, ich bin ja Poli. Okay. Ja, das sind auch so Dinge, die ich im letzten Jahr gelernt habe. Auch ich habe im letzten Jahr das gelernt. Ja, das ist super. Ich hätte eine offene Beziehung mit Alex und der so, nee, ich bin ja Poli, das, was da drin steht an Definition, ist nicht meins. Ich meine, wir können auch noch das neue Fass aufmachen, was ich letzte Woche gelernt habe. So. Beziehungsanarchie. Ja, komm, dann lass das auch noch raus. Ja, es gibt auch noch Beziehungsanarchie. So, ja. Es gibt keine Beziehung. Man macht keinen Unterschied zwischen Freundschaften und Beziehungen. Und ich habe tatsächlich zufällig festgestellt, dass ich das mit einer Person schon lebe. Weil wir wollten das nie Beziehung nennen, weil irgendwie war es keine Beziehung, aber da sind Gefühle mit im Spiel und alles kompliziert. Aber da meinst du jetzt nicht Paula mit, oder? Ist das eine anarchistische Beziehung? Nein. Nein, das mit Paula ist eine klassische Beziehung halt mit Poli, weil da noch andere sind. Genau.
Ich habe davor einen Trick angewendet, um sie zu bekommen, aber den müssen wir nicht mehr sehen. Oh ja, ich war, also ich als ich von meiner Ex-Frau ausgezogen, gerade auch eine Menge. Ich erzähle das jetzt einfach so. Ja, komm, raus damit. So, als ich damals von meiner Ex-Frau ausgezogen bin, ich meine so nach 17 Jahren Beziehung, dachte ich so, boah, geil, Single-Leben genießen. Und dann kam Paula und wollte gleich eine Beziehung haben und das war ja so, das geht ja nicht. Und dann hat Paula, ich weiß gar nicht mehr, welches Wort dafür erfunden. Vier platonische Beziehungen. Ja, ja, genau. Also irgendwas, was kein Mensch weiß, was das ist. Bis ich dann gesagt habe, ja, dann probieren wir es halt. Ich habe dem damals auch ehrlich gesagt nicht viele Chancen eingeräumt. Sie meinte, so nach 2-3 Wochen ist das wieder vorbei. Sie kannte mich halt schlecht. Ja. Ja, wenn man Paula kennt, will man da nicht mehr weg. Der Chat fragt, ob es noch Katze, Hund oder Meerschweinchen vorzustellen gibt. Also in diesem Haushalt aktuell noch nicht. Katzen sind aber geplant. Genau. In meinem alten Haushalt gab es 2 Katzen. Ja. Aber Zuhörende dürfen gerne Katzenbilder oder Hunde- oder Meerschweinchenbilder in den Chat schreiben. Keine Sorge. Oh ja. Wird gerne genommen. Content. Ja. Sehr gut. Okay, das ist jetzt, also es ist ja noch unübersichtlicher, als ich dachte, dass es unübersichtlich ist. Ja, ja. Entschuldigung. Was passiert denn, wenn du dir 2 Transfrauen einlädst? Die irgendwann halt mal festgestellt haben, so, es gibt dieses mehr als System, Mono. Ich muss mich gar nicht an Regeln halten. Nee. Also. Umso erstaunlicher, dass euer Podcast nicht heißt polyanarchische Transgespräche oder so, sondern einfach nur Transgespräche. Also ihr reduziert das da auf Trans-Themen. Ja, das wollte ich schon. Man muss ja Sarah die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und dann auch so dem Trend zum Zweitpodcast zu folgen und sowas, weißt du? Nein, es kann in diesem Podcast ja auch um solche Themen gehen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Das Hauptthema ist aber trans. Genau. Ja, klar. So. Und wenn wir da mit anderen Transpersonen reden, die zufällig auch so eine Beziehungsmodelle fahren, ja, dann wird das auch Thema. Ja. Was hältst du von dem Begriff Regenbogenfamilie? Passt das, ist das zu kuschelig oder passt das gar nicht? Oder ist das genau richtig? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber. Eigentlich, ja, ich wüsste keinen anderen Begriff dafür, sagen wir es so. Ja. Das ist halt alles, was nicht dem normalen Weltbild entspricht. Vater, Mutter, Kind. Ja, also, ja, genau. Also ich habe im beruflichen Kontext eine Kollegin, eine Transfrau, und die spricht gerne von ihrer Regenbogenfamilie. Und manchmal sagt sie dann, ja, wir sind ja irgendwie anders und so. Und lustigerweise habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie großartig anders ist. und es ist mir durch die Vorbereitung hier ist mir aufgegangen, wenn wir uns treffen, wir reden über alles Mögliche, nur nicht über Trans. Nicht mehr, am Anfang schon. Also da so kennenlernen und beschnuppern und so, aber inzwischen ist das überhaupt kein, also das ist keine Rede wert. Also ist einfach, wie es ist, so. Mhm. Aber der Weg, also ihr Weg war auch nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Also da habe ich erfahren, dass wenn Menschen in einer heteronormativen Beziehung leben, aber dann ein anderes Geschlecht annehmen, das, oder ihr eigentliches Geschlecht ausleben wollen, das ist ja schon immer in dir drin. Das ist ist ja, das habe ich verstanden, dass das jetzt keine Laune ist, wo du sagst, ach, heute bin ich mal und morgen vielleicht und nächste Woche wieder anders, sondern das gibt's ist ja auch. Etwas. Gibt's auch? Okay. Aber nicht bei meiner Kollegin. Und dass die dort dann ihre Ehe beenden musste, offiziell. Oh, damals noch. So alt. Okay. Ja, okay, dann ist das schon eine Weile her. Stand das hat mich echt aus dem Schuh gehoben. Als ich das gehört habe, das konnte ich mir, also das kann doch nicht wahr sein. Bis 2011 war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. 11 oder 13. Ich weiß also nicht, tatsächlich wann relativ lange war das noch gesetzlich so, ja. Ja, es gibt das sogenannte transsexuellen Gesetz. Lange Zeit war es so, dass du deinen Vornamen und deinen Personenstand nur ändern konntest, wenn du dich hast zwangssterilisieren lassen, das hat irgendwann das Verfassungsgericht gekippt. Und dann gab es irgendwie noch dieses so, wenn du dein Geschlecht änderst und deinen Vornamen, dann musst du dich auch zwangstrennen. Weil das Gesetz kommt ja aus den 80er Jahren.
Und da galt ja auch noch der Paragraph 175 StGB. Und es kann ja nicht sein, dass zwei Männer auf einmal zusammen sind. Das geht ja nicht. Ja, ah, ja. Daher kommt dieses Gesetz. Schon krass, ne? Ja. Also ich habe ich habe wirklich gesagt, das kann nicht wahr sein. Und dann doch, das war so. Und es ist mittlerweile tatsächlich das nicht mehr ja, so. Ja, das habe ich gehört in der Lage der Nation. In der Ausgabe 277 gab es auch einen Abschnitt zum Thema Alltag von Transpersonen. Das muss ich mir noch anhören, auf jeden Fall. Fand ich tatsächlich ganz gut. Ja, ist doch in meiner Liste drin. Und da ging es, also das ist ja eine Politikerin gewesen, die Frau Nike Slavik. Genau. Eine Grünen-Politikerin, die auch für Veränderungen in der Gesetzeslandschaft sich stark macht. Genau, für das Selbstbestimmungsgesetz, was sehr wichtig ist, um halt das sehr veraltete Transsexuellengesetz endlich mal abzuschaffen. Ja. Da wurde das auch nochmal erwähnt mit dieser Zwangsscheidung. Allein schon dieses Wort. Boah, da wird mir läuft mir echt kalt den Rücken runter. Also wirklich. Ja. Was gibt es Schöneres als die Liebe zwischen zwei Menschen? Ne? Wenn zwei Menschen zueinander ja sagen, ist das da nicht komplett wurscht, in welcher, also wie sie da sexuell orientiert sind? Das ist doch wirklich das aller, das sollte das wirklich das alleruninteressanteste sein. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Zwangsscheidung, das war ja zu Zeiten, als es die Ehe für alle so nicht gab. Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Die Ehe für alle ist ja auch relativ neu. So. Ja, richtig. Das ist immer so. Ja, genau, du hast recht. Man vergisst das, dass dieses, ich sag's mal so ein bisschen, dieses bayerische, gemütliche Papa, Mutter, Kind und Mutter am liebsten im Dirndl und immer nur an der, wie heißt das Ding, Küche, Herd, dass das tatsächlich, und wenn man heute mal so ein CDU oder CSU-Parteitag hört, wie oft da die Familie beschworen wird, die klassische, das ist ja auch, die sind ja da immer noch in diesem Muster gefangen. Ja, das Ding ist, glaube ich, dass das gar nicht so ein Muster ist, in dem die gefangen sind, sondern das ist einfach die Mehrheit, die Lebensrealität der Mehrheit der Gesellschaft in diesem Lande. So, das darf man halt dabei auch immer nicht vergessen. Das ist halt das, was die meisten Leute, so, also ganz ehrlich, wenn ich neue Leute kennenlerne, bin ich in der Regel die erste Transfrau oder die zweite vielleicht, die kennenlernen in ihrem ganzen Leben. So, das ist relativ häufig der Fall. Also außer ich bewege mich jetzt natürlich in Kreisen, wo ich nur auf Transpersonen treffe. Die kennen das halt alles. Ja. Klar. Ich will ganz kurz auf den Chat eingehen. Der Chat schreibt, dass es gibt es Katzenbilder? Nein. Nee, ach, dann hat er schon. Ich weiß aber, das hat keinen Sinn. Das ist aber, glaube ich, Irr kann keine Bilder, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Zu Autismus gibt es auch noch einen Podcast, das Thema ist ja auch noch dabei. Wollen wir heute so ein bisschen ausklammern, weil dazu gab es den Sinnesgarten. Da war das nämlich Thema. Ansonsten, ja, ich bin Autistin. Und, Sarah? Ich habe keine offizielle Diagnose. Genau, aber bist auch eine. Undiagnostiziert. Genau. Keine offizielle. So eine. Ja, ich warte auf die Diagnostik, aber. Ja. Es ist sehr wahrscheinlich. Wir gehen alle davon aus, aber solange ich keine offizielle Diagnose habe, glaubt mir das auch keiner der Ärzte so. Das ist anstrengend. Ja. Ja, es ist auch nochmal ein Thema. Ja. Ja, die Wartelisten, das dauert halt Jahre, bis man da drankommt und solange man die Diagnose nicht hat. Es ging um Transpolyautismus. Einmal alles. Wollen wir das jetzt auch noch ausführen? Nein. Nein, das klammern wir jetzt aus. Das klammern wir jetzt aus. Da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Was klammert ihr aus? In meinem Twitter-Profil. In meinem auch. Kannst du vorher nachgucken. Ja, natürlich. Welche ist denn die richtige Maus? Moment, ich muss eben die richtige Maus finden. Da steht noch ein Wort, das kinky heißt. Genau. Ach so, ja, da bin ich vorhin auch drüber gestolpert. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gut. Vera, weißt du es? Bitte, ich habe gerade nicht zugehört.
Oha. Wo spannend wird. Da hörst du nicht zu. Was ist kinky? Ich habe keine Ahnung und ich werde eh für ausgelacht, dass ich es nicht weiß. Deswegen erzählt doch einfach, damit ihr nicht weiter lachen müsst, oder nicht? Ich habe eine Übersetzung bekommen. Aha. Oh. Weil ich finde es ein bisschen albern, ausgelacht zu werden, wenn man was nicht weiß. Nein. Also ich lache niemanden aus. Nein. Die nette Übersetzung ist crazy, mad, insane, nuts, wacky oder kinky. What? Ach nee, das ist eine Alternative. Nein, Quatsch. Die freundliche Übersetzung ist verrückt, die direkte ist pervers. Okay. Ja, BDSM. Genau. Ist, glaube ich, das, was man so eher kennt. Was ist das mit dem Fesseln? Also dieses sexuelle Fetisch mit Fesseln, ne? Oder? Oh Mann, wollen wir das Thema jetzt echt aufmachen? Nee, nur einmal die Worte klären. Ihr müsst, da will ich auch gar nichts. Das ist mir dann dazu. Das ist das mit dem Hauen und den Fesseln und dem Dom. Ach so, und auch mit Veto. Okay. Ja, ja. Ja, da gehört so alles rein. Wie war das noch? Und dem Konsent dabei. Nein, der Masochist sagt zum Sadisten, schlag mich, und der Sadist sagt nein. Ja, genau. Ja? Ja, das ist tatsächlich gemein. Genau. Okay. Ja, genau, das ist das. Ja, gut. Dann auch. Dann können wir dazu einen Podcast empfehlen. Oh ja. Dann also, haben wir was für die Blütenschätze nachher. Genau, dann haben wir da was. Yay, wir haben einen Blütenschatz gefunden. Wie kann denn ein Podcast zu dem Thema heißen? Tja, ich habe einen und du hast auch einen. Krause mal gucken. Namen einfallen. Nein, es ist ein sehr schöner Name. Oh ja. Aber nachher. So, Teaser. Ja, genau, später. Später mehr. So, jetzt kommen wir zum. Wir suchen uns aus dem breiten Spektrum der Themen, die man mit euch besprechen kann, suchen wir uns jetzt das mit dem Trans raus. So. Yay. Danke. sonst verzetteln wir uns hier und das kann ja keiner mehr verstehen. Also, ich bin bekannt geworden, glaube ich, mit dem Thema, was denn war das der erste Mensch, von dem ich sowas gehört habe, so richtig? War das wirklich Tobi? Also in What's in Your Pants, der ja recht nachvollziehbar geschildert hat, wie es ihm als Transmann geht. Ja. Mhm. Und wo der Deadname immer Jacqueline war, das war dann immer sehr witzig aufgebaut. Ich glaube, das war auch nicht der Deadname, das war einfach nur ein Lückenplatz. Ja, 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 so habe ich das auch immer verstanden. Ja, ja, genau, weil man eben den Deadname nicht sagen wollte, da hat man den anderen genannt. Ich weiß nicht, ob das der erste mir so bekannt war. Aber das ist das, was du gerade, Paula, gerade gesagt hast. Es kommt gar nicht so häufig vor und der Durchschnittsmensch hat gar nicht so ständig irgendwie mit Transmenschen zu tun. Umso glücklicher bin ich, dass ich, bevor ich meine Transkollegin kennenlerne oder bevor die zu uns kam, weil auf ihrer alten Arbeitsstätte war sie noch im alten Namen und in ihrer alten Persönlichkeit bekannt, hat dann transitioniert. Schwieriges Wort. Und dann gab es da Schwierigkeiten, Akzeptanzprobleme. Und das bedeutete, ein neues Umfeld zu schaffen. Mhm. Ich habe den Vorteil, ich habe sie immer nur als transitionierte Person kennengelernt. Ich kenne die Person vorher gar nicht. Ja. Ja, genau. Als Frau, richtig. Ja. Das macht es mir natürlich einfacher, aber noch einfacher war es eben, weil ich Tobis Geschichte im Hinterkopf hatte und dachte, ach, das ist jetzt so ein Fall. Ja, da kenne ich mich. Also es ist natürlich, wie Paula sagte beim Autisten, ne, kennst du einen. So, den Satz vergesse ich nie. Das ist sehr, sehr, sehr gut und treffend formuliert. Und ich vermute, dass das bei Transpersonen auch so ist. Jeder hat da so seine eigenen Besonderheiten, Höhen und Tiefen. Aber so das Prinzip, dass man plötzlich für die Öffentlichkeit auch in einer anderen andere Geschlechterrolle, kann man das so sagen? Ja. Auch sichtbar wird, erkennbar oder lesbar wird, das werden ja wahrscheinlich alle irgendwie in ähnlicher Form erleben.
Und dazu die konnte meisten ich eben streben ein Cis-Passing an. Nicht alle, aber die meisten. Also ein Cis-Passing heißt halt, dass man als Transperson nicht erkannt wird. Ja, und so auch in der neuen Geschlechterrolle erkannt wird. Also aber das ist nicht immer der Fall. Also, aber ja, der Regel ist das so. Ja, also mein Ziel ist das auch, dass man irgendwann nicht mehr merkt, dass ich mal männlich war. Also, es ist ein hohes Ziel, aber ich glaube nicht, dass das bei mir ein realistisches Ziel ist, sagen wir so. Deswegen glaube ich, dass die meisten Menschen schon mit Transpersonen Kontakt hatten, ohne dass sie es gemerkt haben. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist sehr wahrscheinlich. Also ich habe tatsächlich einige kennengelernt, wo ich dachte so, wow. Ja. Also besonders die eine, die wir da kennengelernt haben, die tatsächlich das Glück hatte, nicht die falsche Pubertät durchzumachen. Ja, das war heftig. Also wir haben mal eine kennengelernt, die hat tatsächlich rechtzeitig, bevor sie in die Pubertät gekommen ist, Pubertätsblocker bekommen und dann die richtigen Hormone und du siehst ihr das nicht an, dass sie mal männlich war. Also die hat halt wirklich nur die weibliche Pubertät in der Zeit durchgemacht, wo sie auch normalerweise halt sonst die männliche Pubertät hätte durchmachen müssen. Die hat da halt super Support von ihren Eltern und so. Und ja, das war auch cool. So. Aber heißt das denn dann, dass dieses Geschlecht vor der Pubertät nur mehr so vorläufig angelegt ist und dann erst in der Pubertät sich wirklich aus? Naja, bei Kindern ist das ja alles noch sehr ähnlich. Ja, das ist. Also ich meine, aber wenn du dir so einen 10-jährigen Junge oder ein Mädchen nebeneinander stellst, siehst du halt kaum Unterschied. Ja, aber bei der Geburt guckt ja auch die Hebamme zwischen die Beine und sagt, hier ist ihr Sohn oder ihre Tochter. Ja, also das fängt ja damit schon an irgendwie, ne? Das ist dann natürlich immer noch da. Das geht auch nicht weg. Das ist noch da, das geht nicht weg. Also außer durch eine. Aber so Dinge, die mit der Pubertät kommen, bei Männern so die tiefe Stimme, so, das ist halt so das Ding. Und der Bartwuchs, das kommt dann halt einfach nicht. Ja. Oder bei Frauen, also bei Transmännern, halt das Brustwachstum. Ja. Ja, das genau, halt. Ja gut, das also, sind natürlich diese die Organe sind halt da, wo sie da sind, auch schon seit der Geburt. Ja. So. Ja gut, aber ich meine, die Pubertät ist ja eben auch die Entwicklungsphase und dann ist wahrscheinlich alles vorher so mehr oder weniger in Bleistiftlinien, den dünnen Bleistiftlinien angelegt und in der Pubertät kommt dann der Edding und macht dann richtig scharfe, dicke Linien daraus. Ja, kann man so sagen. Und in meiner zweiten Pubertät, die ich jetzt hiebe, kommt dann der nächste Edding und macht nochmal ordentlich drauf. Der schmiert da nochmal drüber. Genau, damit das auch endlich passt. Ja, es gibt halt so Dinge, wie das mit der tiefen Stimme, dass der Kehlkopf sich senkt. Das geht halt nicht mehr zurück, wenn es einmal passiert ist. Das habe ich von meiner Trans-Kollegin auch, die musste dann Stimmtraining machen und was, wie und also ja, und das ist wenn sie mich verblüffen will, dann setzt sie ihre tiefe Stimme wieder ein. Das ist aber einfach nur ein Gag, also weil wir uns inzwischen so gut verstehen, ist das überhaupt kein Problem. Das finde ich auch ein Zeichen von Vertrauen und ich bin immer dankbar, dass das anscheinend also dass ich ihr keine Angst mache. Und manchmal erzählt sie dann auch, sie ist dann irgendwie durch die Stadt gegangen, blöde angepöbelt worden oder so, weil sie einfach von der Statur her, sie ist halt eine große Frau. Ja. Aber es gibt halt auch. Ich glaube, habe ich dir noch gar nicht erzählt, Sarah. Ich glaube, ich bin heute das erste Mal wirklich sexistisch als Frau beleidigt worden. Oder was heißt beleidigt worden? War halt ein Hinweis, den man so Frauen gibt. So, mach deinen Rock runter, man sieht deinen Arsch. So. Dachte ich auch so, richtig gelesen. So. Ja, das sind so Kleinigkeiten, über die man sich dann halt freut, ne? Ja. So. Ist für Außenstehende jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen schräg. Aber ja, man freut sich, wenn man halt bemerkt, dass man indirekt doch richtig gelesen wird. Ja. Das ist immer, man ist dann gar nicht so beleidigt. Ja. Ist das so eine, bevor man jetzt offen transitioniert, ist das immer so ein, bei euch so ein innerer Wunsch gewesen? Ach, würde ich doch als Frau gesehen? Nein. Ich habe so ganz naive Vorstellungen irgendwie, aber ihr müsst entschuldigen. Ich dachte da so rum, ich habe keine Ahnung. Ich bin da, glaube ich, eher eine Ausnahme tatsächlich. Aha.
Also bei vielen, die ich kennengelernt habe, ist das so, die wissen das Jahre vorher und kommen da auch nicht wirklich mit klar und verheimlichen das. Und bei mir war das tatsächlich, das gab so einen auslösenden Moment und in dem Moment wusste ich, ich bin eine Frau. So. Echt, gab es so einen Moment? Das ist nämlich auch so eine Frage. Ist das eine schleichende Entwicklung oder kann es tatsächlich sein, du erlebst irgendwas oder du wirst morgens wach, schläfst die Augen auf und sagst, ach, jetzt weiß ich, eigentlich. Ja, bei mir war das tatsächlich so. Echt? Ja. Und dann, kannst du den Moment beschreiben oder ist das zu intim? Also willst du lieber nicht drüber reden? Gut, dann machen wir jetzt das Thema Kinky auf. Nein, tatsächlich. Ja, mach es aber so, dass über 50-jährige Menschen keine roten Ohren kriegen. Geht das? Gut. Ja. Also ich habe tatsächlich, ich meine, ja, nach 17 Jahren Ehe kann man sich vorstellen, wie viel da noch so im Bett passiert. Und ich dachte so, ich versuche das mal irgendwie ein bisschen Würze wieder reinzubringen und probiere mich mal am Crossdressing. Also quasi das Tragen weiblicher Kleidung. Und ja, in dem Moment, wo ich mich in der Kleidung gesehen habe, wusste ich so, okay, ich bin eine Frau. Und bei mir war das tatsächlich so ein Moment. Und ich habe da ewig, würde ich jetzt nicht sagen, ich habe da ziemlich lange mit zu kämpfen gehabt, weil das kann ja gar nicht sein, das geht ja gar nicht. Ich bin noch ein Mann, hä? Warum habe ich jetzt so eine Gedanken im Kopf? Warum fühlt sich das gut an? Ja, nee, also diese Kleidung fühlt sich gut an, ist jetzt auch wieder zu viel gesagt, weil dann würde man wieder so Richtung Fetisch gehen, was auch viele Transfeinde sagen, so, das ist ja nur ein Fetisch. Habe ich tatsächlich am Anfang auch gedacht und aber mir ging dieser Gedanke nicht aus dem Kopf und relativ schnell habe ich dann halt mir irgendwie einen weiblichen Namen, also ist der Name Sarah für mich entstanden, weil ich das für mich halt erforschen wollte so. Was ist jetzt männlicher Teil, was ist weiblicher Teil, wo kommt das her? Aber ich konnte es auch für mich nicht akzeptieren, weil das passte auch nicht in mein Weltbild. Und ich habe mir tatsächlich damals dann die Therapeutin gesucht mit dem Ziel, die kann das bestimmt wegtherapieren. Ich bin doch normal. Ja, ich verstehe gut, gut. Ich bin da auch schon hin und meinte so, das ist bestimmt, weil ich davor in der depressiven Episode war, das ist bestimmt nur eine Manie, das bilde ich mir doch nur ein, das ist nur ein Fetisch. Ja, es hat sie alles ausgeschlossen. Es ist so, es ging dann relativ schnell bei mir, also in dem Punkt, wo ich das für mich akzeptiert habe, was halt für mich die Arbeit war, habe ich mich auch gleich geoutet und tatsächlich sehr viel positives Feedback aus meinem Bekanntenkreis bekommen. Also so. Auch einer dabei, der sagte, ich wusste das schon immer. So, sowas gibt es ja wohl gelegentlich. Ja, also ein Feedback, was ich bekommen habe, war tatsächlich so, irgendwas hat mit dir immer nicht gepasst. Jetzt weiß ich's. Ja. Stimmt. Krass. Tatsächlich, also auch das Feedback kam und rückblickend betrachtet, so jetzt mit dem Wissen, macht auch ganz viel in meinem Leben plötzlich Sinn. So. Was früher immer ein bisschen komisch war. Das ist so meine Geschichte. Die aber ist vorher jetzt mit aber der, nicht super typisch. Mit der Rolle Mann, zeugungsfähiger Ehemann, der auch ein Kind aufzieht und so weiter, was weiß ich, was da alles dranhängt. Ja, ich habe diese Rolle aber nur gespielt. Aha, so. Das hast du gemerkt. Nein, so im Nachhinein wurde es mir bewusst halt so, ja, ich habe das nur gespielt, das war ich nicht. Das ist auch gerade das Problem, womit ich jetzt zu kämpfen habe, rauszukriegen, was habe ich in meinem alten Leben eigentlich gemacht, was ich machen wollte, was mir Spaß gemacht hat und was habe ich eigentlich nur gemacht, weil die Gesellschaft das erwartet hat. So, das sind gerade so Dinge, mit denen ich zu kämpfen habe, weil ich da gerade sehr unsicher bin, wie viel habe ich eigentlich nur gemacht, um den Leuten in meinem Umfeld zu gefallen. Das war ziemlich viel. Wäre das für dich, also wenn sich das herausstellt, dass das so, oder ja, jeder Punkt, wo es dir klar wird, dass das so war, ist das eher negativ, dass du sagst, hätte ich das bloß nicht gemacht, oder kannst du sagen, ja, war eben so, das ist war so, damals war okay, so. Heute ja, war nicht okay. Mehr. Okay. Es hat mich ja keiner dazu gezwungen, so, es war okay. Es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, so hätte ich es mal nicht gemacht. Also, es das war halt auch ein schönes schön. Leben, so was ich hatte. Das ist nämlich, was mich immer so wundert, weil der Deadname, der wird oft ja so
so stark thematisiert. Ich erinnere mich bloß nicht an mein früheres Leben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ja, das habe ich alles hinter mir gelassen. So klingt das in meinen Ohren. Und dann denke ich, warum? Also ist das nicht so, ich bin heute die und damals war ich der, aber also der war ja auch irgendwie ein ganz okayer Typ. Also ja, warum muss ich den dann so komplett totschweigen? Ja, aber da bin ich halt untypisch. Also ich habe halt auch viele Leute kennengelernt, die das 10, 20, 30 Jahre wussten und mit sich rumgetragen haben. Ja. So, für die ist das dann doch nochmal ein anderes Level so, weil die sich bewusst 30 Jahre lang verstellt haben und wussten, sie leben nicht ihr Leben, aber können sich halt auch nicht outen. So, weil ja, erstmal warten, bis die Kinder aus dem Haus sind. Dann war das aber auch eine schwierige Zeit, also eine Zeit, mit der man keine guten Erinnerungen verbindet. Ja. Dass man daran nicht erinnert werden möchte, das kann ich gut verstehen. Aber wenn du sagst, ich war eigentlich ganz okay, fühlte mich ganz wohl, ich habe nur jetzt heute denke ich nach, vielleicht habe ich mich da irgendwie so ein bisschen in eine Rolle stürzen lassen, aber damals habe ich nicht drunter gelitten, in Anführungszeichen. Nee, genau. Aber da bist du untypisch, also genau. Du bist an der Stelle. Ich habe ja tatsächlich auch, ich bin ja auch sehr naiv an die Sache rangegangen und dachte so, ja, ich oute mich, aber bleibt halt eh alles beim Alten so. So nur mein Geschlecht, meine Rolle ändert sich so. Mhm. Der Rest bleibt. Ja, weit gefehlt. Also wie gesagt, meine Frau war dann nach 17 Jahren der Meinung so, ja, ich unterstütze dich in deiner Transition. Das hat sie auch wunderbar gemacht tatsächlich. Aber sie kann nicht mit einer Frau zusammen sein. So, das hat dann dafür gesorgt, dass die Beziehung Ende hatte. Dass ich dann plötzlich quasi alleine erstmal dastehe. Ja. Und über den Weg bin ich dann in eine Depression gerutscht, die dafür sorgt, dass ich gerade nicht wirklich arbeitsfähig bin, womit jetzt der Job auch irgendwie weg ist. Und die Scheiße. Sich jetzt doch mein Leben einmal komplett gedreht hat. So, und ja, es ist halt gerade schwierig, weil ich gerade versuchen muss, mir einfach was Neues aufzubauen. Ich meine, mit Paula habe ich ja schon was Gutes gefunden. So, an der Beziehungsfront war ich schon erfolgreich. Jetzt muss ich gucken, wie es arbeitsmäßig weitergeht. Ja, ich kann ja mal auch sagen, wie das bei mir so war. Ja, gerne. Mit Outing, also ich habe mich kurz nach dem Camp geoutet und bei mir war das so, ich habe das festgestellt und wusste dann auch relativ schnell, habe mich dann auch relativ schnell überall geoutet. Bei mir ist es nicht überall gut aufgenommen worden. Ich hatte in der Familie relativ lange Probleme. Da ist auch relativ lange noch der Deadname gefallen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum viele Transpersonen nicht wollen, dass der benutzt wird, weil der teilweise halt auch als Waffe eingesetzt wird. Das sieht man jetzt auch ja im politischen Kontext, dass da wirklich rechte Personen denn wirklich, wenn der Name bekannt ist, den wirklich auch einsetzen als Waffe, um sozusagen dir mit dem Namen das Frausein abzusprechen. Ja, ah, okay, also, ja dann, Tessa Ganserer ist ja das berühmte Beispiel, ne? Ja, ja, dann genau. Verstehe ich diese Empfindlichkeit natürlich. Ja. Und deswegen. Klar. Also deswegen passe ich auch auf, dass keiner meinen Namen erfährt, auch wenn ich damit kein Problem habe, aber ich muss ihn ja nicht an die große Glocke hängen. Heißt auch Jacqueline, ist okay. Also. Wieso? Genau. Wie heißt der Sarah? Genau, und früher, das funktioniert nicht. Früher als männliche Person habe ich Jacqueline geheißen. Ja, genau. Am besten immer Toni. Toni ist gut. Toni ist auch gut. Ja. Ja, oh gut, wenn du das natürlich als Joshua. Waffe... oder so. Total lustig. Einmal war ich mit mehreren Transpersonen in einem Chat und da meinte auch irgendwer zu irgendeiner Person, ja, dann nennen wir dich so und so und hat irgendeinen random Namen gesagt und die andere Person das gesagt hat, ist daraufhin rot angelaufen, weil diese Person halt wirklich random und die andere Person wusste auch, dass es random war, weil es gab keine andere Möglichkeit, den Deadname getroffen. Wirklich random. Das ist fies. Ja, gut, okay. Alle beteiligten Personen waren trans und es war dann auch kein Problem, aber man musste sich erstmal wieder fangen. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, aber nee, bei mir, so also wie gesagt, ich habe mich dann geoutet und bin dann auch gleich raus, war ja dann auch auf dem letzten Kongress vor Corona schon.
weiblich gelesen unterwegs und habe dann im April danach während Corona angefangen, Hormone zu nehmen. Und ja, jetzt bin ich 2 Jahre out und man sieht auch richtig viel Veränderung. War das denn bei dir auch so ein Moment, so wie Sarah das gerade beschrieben hat, so ich habe einmal Frauenkleider angezogen, mehr aus Spaß und dann aber gemerkt, oh, das ist kein Spaß. Nee, das war eher so ein, also ich habe relativ viele Dinge gehabt, und das war dann irgendwann nach dem Kongress, ging es mir blöd und dann habe ich irgendwie geguckt, was ist es denn und habe mal so, ja, ganz viele Dinge, die ich in der Phase davor gemacht habe, zusammengezählt und dann so festgestellt, so, oh, ja, das sind jetzt zu viele Indizien, ich bin wohl nicht männlich, sondern eine Frau. So, das ging über lackierte Fingernägel, über tatsächlich Kleidung, die ich getragen habe, oder die ich teilweise heimlich getragen habe und ich weiß nicht, was noch dabei war. Also, hauptsächlich waren es tatsächlich die Fingernägel und ja, es war bei mir tatsächlich auch so, dass insgesamt 3 andere Personen aus dem Chaos und Feld es vor mir wussten. Aha. Teilweise okay. Lange vor mir, wirklich aha. So Jahre, die mich dann auch einmal damit konfrontiert habe, wo ich so eine sehr lustige Antwort gegeben habe, nämlich, nee, ich habe ja kurze Haare und einen Penis, das kann nicht sein. So, da war ich halt auch noch nicht weit genug. So. Ja, und man ja, muss ja, halt ja. Den richtigen Zeitpunkt auch finden. So, da gab es halt Personen, die halt schon immer auch so da dann ja einen Radar dafür hatten und das gesehen haben, aber ich habe es halt selber noch nicht gesehen. Ich brauchte halt ein bisschen länger. Ja. Ja, wobei, genau. Ich glaube, wir wissen ja, oder ich glaube, es ist Konsens, dass es so ein Spektrum gibt. Also in mir als, ich fühle mich als Mann, ich habe die Attribute, wie nennt man das, die Merkmale, aber ich habe so, ich kann, nein, was soll ich sagen, ich habe auch weibliche Seiten, kann man das so sagen? Ja. Also ich fühle mich in so einer Testosteron gesteuerten Kerlerunde, fühle ich mich absolut unwohl. Da denke ich immer, nee, das ist, da gehöre ich nicht hin, so brauche ich nicht. Da merke ich, ich bin auch nicht so der 100% Cis-Mann. Irgendwie ist da auch so, ne, sonst würde ich mich ja da wohlfühlen, aber da fühle ich mich nicht wohl. So, und da denke ich immer, ja, das ist jetzt vielleicht das bisschen Weibliche in mir und dann kenne ich aber auch Frauen, die fühlen sich einfach unter Jungs irgendwie total wohl, die würden aber immer sagen, ich bin Frau, aber natürlich, total berechtigt. Ne? Ja, das ist ja auch, ich glaube, Sascha Lobo hat das auf irgendeiner Republika mal angebracht, ja, neueste biologische Forschung sagt, Geschlecht ist ein Spektrum. Und wahrscheinlich gibt es so viele Geschlechter auf der Welt, wie es Menschen auf der Welt gibt, wenn man es ganz genau betrachtet. So, weil jeder Mensch auch da wieder höchst individuell ist. Und ja, wir versuchen das zu kategorisieren. Die Frage ist, kann man das überhaupt? Ja, das ist eine hochphilosophische Frage, ob man das kann oder nicht. Das sehen. Aber man kann sich halt selber identifizieren und sagen, wo man am ehesten reingehört. Genau. So. Oder halt nicht, wo wir halt bei den nicht-binären Personen wären. Genau. Ich denke, dieses Passing, von dem man so sagt, ich will als Frau oder als Mann gelesen, erkannt werden, das fängt ja erstmal, glaube ich, bei dir selber an, dass du dir selber also ein eigenes, ich-bezogenes Passing hinkriegst und sagst, wer bin ich denn eigentlich? Oder? Ja, aber das ist ja kein Passing, das ist ja erstmal Gefühl. Identität. Also ich glaube, als ich angefangen habe zu sagen, Identität, ich bin Paula und meine Pronomen sind sie, wenn ich dir da Bilder zeige von irgendwie aus dem, keine Ahnung, September 2019, heutzutage denke ich auch so, das hat mit heute nicht viel mehr zu tun, so, also, ich weiß nicht, ich kann ja mal in den Chat ein Foto von heute, ich habe tatsächlich heute ein Foto gemacht und ein Foto. Aber du hast gerade gesagt, das Ding nimmt keine Bilder an. Deswegen gäbe es keine Katzenbilder. Das Ding nimmt keine Bilder an, aber ich kann ja Twitter-Links reinpacken. Ach so, ja klar, das kannst du machen. Aber wo du gerade Chat erwähnst. Genau, Käsebrot. Käsebrot, also Inga unter
streicht sozusagen. Auf mich, schreibt sie, treffen die typischen Frauenattribute auch nicht zu. Trage weder Frauenklamotten noch Schminke ich mich oder lackiere mir die Fingernägel. Dennoch würde ich mich zu 100% als Frau bezeichnen. Das ist dann quasi das Umgedrehte von dem, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Ja, danke, Inga. Ja, genau. Und ich meine dazu, das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir Transpersonen halt haben. So, mir geht's genauso. Ich würde mich auch nicht unbedingt schminken müssen. So, aber wenn ich mich jetzt nicht schminke, wird mir mein Frausein abgesprochen, weil so von uns wird quasi verlangt, wir müssen diese ganzen Klischees einfach machen. So, also ich würde mich auch zu 100% als Frau bezeichnen. So, egal welche Körperteile da noch an mir dran rumhängen oder nicht. Ja, ja, ja. So, aber von Transpersonen wird halt immer verlangt, dass sie zu 100% den Klischees entsprechen. So, das ist so ein bisschen dieses Schwierige. Ja, weil ist klar. Es gibt halt immer so beide Seiten. Die einen sagen so, ja, du entsprichst ja nur den Klischees, du tust ja nur so. So, dass du eine Frau bist. Und die anderen sagen, wenn man sich dann halt nicht an die Klischees hält, so, ja, du bist ja keine richtige Frau. So, das ist immer dieser Zwiespalt, je nachdem, an wen man da gerät. Und das ist so ein bisschen das, was uns das Leben halt einfach schwer macht. So. Ja. Also kann ich mich erinnern, also um jetzt nochmal auf diesen What's in Your Pants Podcast und Tobi zurückzukommen, da gab es eine Folge, wo Tobi darüber nachdachte, ob er sich komplizierten und schwierigen und auch risikoreichen Operationen, ob er sich die unterzieht oder nicht. Und wurde dann vom Schafen gefragt, was spricht denn da dafür? Also warum kannst du nicht einfach so in dem Körper, den du jetzt hast, deine Identität leben? Und oder warum machst du das? Und sagst du ja mindestens zu 50% wegen der Gesellschaft, weil ich diese ständigen Fragen und dieses Spießrutenlaufen, ich will das einfach nicht mehr haben. Und dafür, und ich habe das als, ich weiß noch, dass es mich ich stand im Auto an der Kreuzung und ich habe gedacht, scheiße, warum kriegen wir es als Gesellschaft nicht hin, Tobi oder jedem anderen oder jeder anderen so viel Toleranz entgegenzubringen, dass dieser medizinische Eingriff gar nicht notwendig ist. Denn ne, warum ins Risiko gehen, da kann was schief gehen und so weiter, nur um ein leichteres Leben zu haben, weil die Gesellschaft diesen scheiß Druck ausübt. Also da habe ich... Aber da ging es, glaube ich, um die Mastektomie bei Tobi, ne? Oder? Ja, kann oder sein. Also Brust-OP. Brust-OP. Ja, ja. Okay. Ja, die Geschichte von dem Binder waren ja auch immer, also. Das ist nämlich. Zotig und zum Lachen, aber auch zum Weinen. Also, ich habe immer zwei Augen gehabt. Das eine hat gelacht, das andere hat geweint. Also das war aber bei What's in Your Pants immer so. Das war war ja auch Programm. Also, das war ja so ein bisschen das laute, polternde und so. Ja. Die feinen Töne, die kamen ab und zu auch, die gab es wohl auch, aber der zotige Witz, der stand schon im Vordergrund. Also, das war schon gut. Wollt ihr das auch so machen in eurem Angebot oder habt ihr einen anderen? Ich glaube, dass wir dafür in die falsche Richtung transitionieren, um das mal so zu formulieren. Was? Frauen können nicht poltern? Das ja, nee, aber dieses doch können wir das auch. Das möchte ich anzweifeln. Aber dieses Zotige, was da drinne war, das ist teilweise doch, also ich weiß, dass ich habe den immer sehr, sehr gerne gehört. Ich mag die beiden auch sehr gerne. Aber ich weiß, gerade in meiner ersten Phase der Transition war das schon echt schwer, teilweise dazu zu hören. Also zotig kann ich. Ja, also wir wollen ja auch bei uns so ein bisschen, wir wollen jetzt What's in Your Pants definitiv nicht kopieren, auf keinen Fall. Also die Idee bei uns ist ja tatsächlich immer, andere Personen zu interviewen, wie das bei denen so war. Genau. Da ist das dann teilweise, glaube ich, nicht so angebracht, zotig zu sein. Nee. Naja, gut, ab und zu kann es ja vielleicht mal so ein bisschen die Stimmung auflockern. Ja, klar, das wird, glaube ich, auch kommen. Dafür bin ich nicht ernst genug. Im Chat kommt auch gerade, schmink dich doch mal, lass dir die Haare wachsen. Zieh dich mal weiblicher an. Zieh dir mal ein Kleid an, bla. Ich meine, ja, und das Ding bei uns ist halt so, ja, wenn ich halt mit Jeans und Pullover rausgehe, kommt halt
kommt halt, kann es mir halt an der Fleischtheke passieren, dass es heißt, ja bitte der Herr. So, wo ich dann denke, oh, nein. So, es ist halt nochmal was ganz anderes. Ja, so. Ja, ja, klar. Ich liebäugel halt mit einer Kurzhaarfrisur, aber ich bin mir halt echt unsicher, so, weil. Es ist halt nochmal, das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack an der Stelle. So. Bin ich dann noch weiblich genug für die Umwelt? Ja. Oder muss ich mir dann auch so Dinge anhören? Ja. Das ist, ja, das ist so täglicher Kampf. Da die Mitte zu finden zwischen wir bleiben noch wir selber und tragen das, was wir tragen möchten und wir machen die Gesellschaft glücklich. Ja, so. Ja, beziehungsweise ich muss es so plakativ machen, also ich muss mir die Attribute, die weiblichen Attribute, also Rock, lange Haare, was weiß ich, lackierte Fingernägel und so, ich muss die offensiv tragen, um dieses Passing, also dieses als richtige, dass das Gegenüber das sofort das richtige Geschlecht sieht und auch beachtet, so quasi mit der Keule so formiert, also ganz, ganz plakativ vor mir hertragen, obwohl du es gar nicht willst. Vielleicht möchtest du es viel lieber dezenter machen, aber dann ist es wieder genau, dann tut es wieder weh, weil dann jemand eben Herr zu dir sagt. Ja, verstehe. Ja, ich hoffe jetzt einfach noch, dass die Hormone so ein bisschen was tun und ich dann mit genug Oberweite einfach auch mal wieder irgendwie T-Shirt und Jeans tragen kann. Weil ist ja Oberweite da. Mittlerweile habe ich genug Brust, dass tatsächlich Unisex Church echt cool aussehen, aber das hat anderthalb Jahre gedauert. Das sind so die Hoffnungen, die ich jetzt langsam einfach habe. Und das macht tatsächlich Gender-Euphorie, wenn ich mittlerweile einfach ein fucking Unisex Church anziehe. Ja. Es gibt Dysphorie und Euphorie. Ja, aber das ist doch schön, das klingt doch positiv. Ja. Ja, es ist auch so im Moment, ich habe ja heute dieses Bild getwittert, das ist, weil ich jetzt seit 2-3 Tagen festgestellt habe, wow, die Haare sind ja lang geworden. Das ist das obere, ja. Gut, also ich habe jetzt rausgehört, der Podcast ist angelegt sozusagen als, wir erzählen die Geschichte von Menschen, die eine Transition machen oder vielleicht sogar noch vorher oder... Die noch. Na, wenn die das vorher schon wissen und wir da irgendwie kennenlernen, klar. Also auch nicht nur Menschen, die Transition durchgemacht haben. Ich hoffe, ich kriege das hin. Eigentlich auf meinem Wunschzettel an Gästen auch meine bald Ex-Frau und meine Tochter. Dass sie einfach mal erzählen, wie das für sie war, so, wenn Papa plötzlich zur Mama mutiert. Das ist aber schon sehr persönlich. Ja, aber ich finde es halt spannend. Meinst du, die machen mit? Ich hoffe, hast du schon mal vorgefühlt? Wir wissen es nicht. Also, ich sag mal so, meine Tochter, die ist 5, die meinte so, dann hört man ja meine Stimme. Nee. Ja, ja. Ich hoffe, ich kann da nochmal mit dir reden. Das war irgendwie auf der Liste, hatten wir auch mal mit PsychotherapeutInnen oder LogopädInnen oder so zu reden, einfach. Also auch aus dem professionellen Umfeld, die mit Transpersonen arbeiten, deren Arbeit vorstellen und was da so die Besonderheiten sind. Also Hauptthema ist Transition, aber es sind nicht nur Transpersonen da. Es dürfen auch gern Angehörige und ja andere Leute, die irgendwas damit zu tun haben, in Berührung gekommen sind. Oder irgendwie anders queer sind. Jein. Wenn es die Identität betrifft. Die wollen wir hier nicht haben. Ja, okay. Nein, okay, klar, wenn es nicht wenn da auch Transgespräche drüber steht, dann hast du natürlich ein Thema gesetzt. Ja, ist klar. Dann. Ja, also, nein, ja, Paula hat recht, es gibt natürlich auch nicht-binäre Personen, die sich selber nicht als trans identifizieren. Genau. Die sind natürlich auch herzlich willkommen, klar. Genau. Ich vergesse das immer. Da haben wir sogar schon Gäste auf der Liste. Ist ja gut. Ja, deswegen sage ich das. Ja. Moment, ich muss überlegen, nicht-binäre Personen, also nicht-binäre Personen, die sich aber auch nicht als trans, also die keine Veränderung in ihrem Leben durchgemacht haben, sondern von vornherein schon immer nicht-binär waren. Nein, die die sich selber nicht als trans identifizieren. Mhm, genau, oder selber auch einfach nicht trans sind. Ja. Okay. Nicht jede nicht-binäre Person ist trans, sondern eventuell... So, jetzt steige auch ich aus.
Ja, egal. Jetzt erinnere ich mich an den letzten oder vorletzten Hör doch mal zu Podcast, wo ihr versucht habt, Autismus und Transsein in Beziehung zu setzen. Ach, das war schön. Das ist ein großartiges Schatz. Das könnte mein Blütenschatz heute werden, tatsächlich. Ich weiß nicht, ich habe so gelacht. Hinterher wusste ich auch überhaupt nicht mehr, was jetzt was Voraussetzung für was ist. Es war wunderschön. Frank, Lara und Paula, jeder hatte eine andere Definition und es war großartiges Durcheinander. Wunderschön. Durchaus, glaube ich, auch Personen, die nach außen hin eher cis leben und innerlich aber nicht binär sind. Die halt sagen so, wenn dir das alles zu kompliziert ist, dann bleibt mein Geschlecht und ne? Und diese Personen sind nun definitiv nicht trans. Ja. Aber wenn ich ganz alleine bin, dann mache ich halt. Also genau. Ich als Mann mache halt Frauen Sachen oder wenn so. Wenn ich im gewissen Umfeld bin, wo ich das kann, dann bin ich dann halt nicht binär. Genau. Benutze zum Beispiel auch Neopronomen. Genau. Also, Aber im Alltag dann trotzdem beim alten Geschlecht bleiben. Genau. Weil, gerade als nicht-binäre Person in dieser Gesellschaft noch mehr aneckt als Transperson. So. Das kriegt ja nun mal gar keiner auf die Kette. So. Also, eins meiner Geschwister hat sich irgendwann bei mir als nicht-binär geoutet. Und das ist auch immer noch schwer, darüber zu reden. Also ich finde auch, dieses eins meiner Geschwister ist so, das ist mein Geschwister. Ja. Nur um es neutral zu halten. Ich merke das auch, also allein schon mit diesem Nicht-Binären, auf der theoretischen Ebene, ne, wo ich gerade auch sagte, es ist ein Spektrum und ich spüre ja auch, dass ich irgendwie in gewissen männlichen Kreisen mich nicht wohlfühle, also wird der wahrscheinlich eher was Weibliches mit sich mischen. Also das ist alles theoretisch, ist das für mich alles völlig klar. Aber wenn ich tatsächlich einer nicht-binären Person gegenübertrete und versuche, meine Schubladen aufzumachen und dann geht die eine auf und dann versuche ich die reinzuholen, passt nicht. Dann mache ich die andere auf, passt nicht, ja. Mhm. Und dann merke ich so, ich komme selber ins Schleudern, bis mir dann irgendwie so eine dritte Stimme oder sowas, ist das denn gerade wichtig? Ja, ist ja, können wir jetzt nicht ein vernünftiges Wort miteinander wechseln, ohne zu wissen, ob ich jetzt mit Mann oder Frau rede? Oder kann ich einfach sagen, ich rede mit Mensch? Das ist der Punkt. Ne? Genau. Es sollte eigentlich egal sein. Ja, ich scheitere aber an meinen eigenen Schubladen, die ich mir über meine Sozialisation irgendwie so angelernt habe. Ja, die muss ich ganz nehme mich da nicht aus, mir geht das genauso. Wir sind halt heteronormativ geprägt alle. So, wir haben das von Kindheit halt so mitbekommen. Es gibt Mann, es gibt Frauen, das ist unveränderlich. Ja. Und jetzt stellen wir so langsam fest, nee, das stimmt alles nicht. Und zwar alles nicht. Also es ist weder, also es ist veränderlich und es gibt nicht nur Mann und Frau. Ja. Auch in, so. Also. Ja, das ist ja wie in vielen Bereichen. Ich meine, das ist ja quasi wie in der Wissenschaft, ne? Man hat erstmal eine Wahrnehmung und dann wird die irgendwie klassifiziert und dann stellt man irgendwann fest, oh, wir haben hier ein Modell, aber wir haben ja auch eine Beobachtung und die passt, also das Modell, was wir so haben, das erklärt diese Beobachtung nicht. Also müssen wir das Modell erweitern. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, ich habe das Modell Mann und Frau und dann stelle ich fest, gibt auch noch irgendwie was anderes, das dritte Geschlecht, haben wir ja auch irgendwann mal gehört. Und dann heißt es, es gibt auch noch, das heißt dann nicht binär, aber vielleicht auch noch anders und die LGBTQ-Abkürzungen, die werden auch noch immer länger. Ich habe jetzt gelernt, da sind nochmal zwei, drei Buchstaben dazugekommen und noch ein Plus hinten dran für alles, was man da noch vergessen hat. Das ist ja wirklich köstlich, wenn man das so ein bisschen nicht unverkrampft anschaut. Ist übrigens eine reine Konstruktion des Bundesverfassungsgerichts. Hat mit der Realität der Community nicht viel zu tun. Das hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, nicht-binären Personen irgendwie. Ich habe noch keine Person getroffen, die sich als divers identifiziert. Oder als das dritte Geschlecht. Ja. Also weder divers noch dritte. Das ist halt einfach nur so. Geschlecht. Wir müssen da jetzt irgendwas hinschreiben. Genau. Ja. Na ja, gut, also ich, aus anderen Rechtsbereichen kenne ich das schon, dass die
dass die Juristen versuchen, Lebenswirklichkeiten, Lebenssachverhalte dann irgendwie juristisch zu fassen und dann wird es in der Regel etwas grob vereinfacht und dann wird das Gesetz auf diese grobe Vereinfachung hin orientiert und auch optimiert und versuchst du dann diese Regeln auf die Wirklichkeit zu übertragen, das kann schon mal schwierig werden und das ist sicherlich da genauso an der Stelle. Ja. Lass uns nicht über dieses Gesetz gehen, sonst fange ich an, über Dinge zu mahnen. Ja. Nein. Wir müssen auch so ganz langsam, wir müssen ganz langsam zum Ende kommen. Trivia droppen. Zum Thema Geschlechtseintrag in Deutschland. Ja. Es gibt vier Varianten. Vier? Die stehen könnten. Es gibt männlich, es gibt weiblich, es gibt divers, das sind die bekannteren. Und es gibt auch die Möglichkeit, gar keinen Geschlechtseintrag zu führen. Die Variante gibt es nämlich auch noch. Genau. Tatsächlich. Und ich fand das sehr schön. Ich hatte jetzt letztens ein Formular von der Rentenversicherung hier. Da gibt es tatsächlich alle vier Varianten zum Ankreuzen. Also, die haben das schon umgesetzt. Ja. Aber ja, das weiß kaum einer. Und nein, das Geschlecht steht nicht im Personalausweis. Aber im Reisepass. Ja. Genau. Hab ich auch erst lernen müssen, dass das da nicht steht. Ja, ich überlege auch gerade, steht das da nicht irgendwo? Ja. Nein, das steht nirgendwo. Ich habe auch gesucht. Ja, auch nicht in dieser komischen Ziffer irgendwo vercodet. Also nein. Wenn da eine 1 steht, bedeutet das so. Wenn da eine 2 steht, das andere. Nein, es gibt einzige Ziffer in Deutschland, die tatsächlich männlich-weiblich kodiert ist. Und das ist die Rentenversicherungsnummer. Die Ausweisnummer ist nicht männlich-weiblich kodiert. Ja. Die ändert sich auch nicht. Weil es nicht erforderlich ist. Siehst du? Genau, das Einzige, was sich tatsächlich auch ändert, ist die Rentenversicherungsnummer. Weil da das Geschlecht mit reinkodiert ist. Genau, und deswegen kriegst du auch eine neue. Hat das Auswirkungen aufs Renteneintrittsalter und sowas? Nein. Das ist das wird alles nahtlos übernommen. Ja. Tatsächlich. Die wissen auch noch, was die alte Nummer war und so. Aber du kriegst halt eine neue. Ja. Weil du, das gilt ja das Offenbarungsverbot. Also, die letzten drei Stellen von der Rentenversicherungsnummer kodieren das Geschlecht. Ich glaube, 0 bis 499 ist männlich und 500 bis 999 ist weiblich und divers. Ich meine Frage war, oder mein Gedanke war, warum machen die überhaupt einen Unterschied? Aber weil die unterschiedliche Leistungen bieten für die einen und die anderen? Ja, aber keine Ahnung, ob das in der Nummer drinstehen muss. Aber warum? Nee. Ich meine, dadurch hatten sie halt noch mehr Aufwand, ne, das alles zu ändern. Also, wenn man das irgendwann mal zu Zeiten, als es wahrscheinlich diese Änderungen noch gar nicht gab, so festgelegt hat. So. Ja. Aber nochmal zu eurem Podcast-Angebot. Ja. Was glaubt ihr denn, welche Hörer, Hörerinnen, Hörenden ihr so ansprechen werdet? Mehr Menschen aus der Community, also quasi Betroffene, oder auch Leute, die bisher mit dem Thema wenig zu tun hatten und vielleicht einfach nur aus Neugier reingucken? Habt ihr das irgendwie so vor Augen, wer da so zuhören könnte? Ich vermute, es werden mehr Betroffene sein. Genau. Also so ein bisschen die Idee an dem Angebot war tatsächlich für Transpersonen, die sich selber unsicher sind, die vielleicht noch vor ihrem Outing stehen und nicht wissen, was kommt, einfach schon mal andere Wege zu zeigen, wie es gehen kann. Und auch zu zeigen, so dass jeder Weg anders ist. Also das gibt nicht den einen Standardweg, auch wenn es einige Leute gibt, die einem das erzählen wollen. Das war so mein Hintergedanke, halt so Personen, die gerade an der Schwelle stehen und sich unsicher sind, einfach denen zu zeigen, so hier guck mal, gibt ganz viele Wege. Geh deinen eigenen, trau dich. Und halt auch gerade betroffenen Personen, die mit Transpersonen zu tun haben und selber nicht trans sind, einfach so ein bisschen auch zu zeigen, so guck mal, das sind alles normale Leute und so sieht das halt aus, wenn man trans ist. Das ist nichts Schlimmes. Da bin ich ja wirklich dankbar dem Podcast, den ich da hören durfte, dass ich einfach meiner Kollegin gegenüber, ich weiß noch, als ich das erste Mal so über den Flur lief, dass sich die Köpfe da so umdrehten und alle so, was ist das denn? Kann man gar nicht so richtig fassen und so. Und ich habe so gedacht, ich gucke hin, Person in Rock, also ich soll verstehen, ich bin Frau. Damit war für mich die Sache klar. Ob da jetzt vielleicht noch irgendwie Bartwuchs oder was zu erkennen war, egal,
sie, also, ne, das war ja wie so ein, wie du vorhin auch sagtest, ich mache Attribute an mich dran, damit die Umgebung weiß, wie sie mich einordnen soll. Das hatte die Kollegin gemacht. Und wenn die Umgebung nett ist, tut sie das auch. Ne? So. Und ich, okay, das Signal ist eindeutig, ob jetzt in mir meine Schubladen irgendwie klappern und aber das passt nicht hierhin, das passt nicht dahin. Das ist mal mein Problem. Das ist ja nicht das Problem der Person. Ja, aber da bist du leider eine Ausnahme. Ich wäre es niemals gewesen, wenn ich nicht über diese Community hier, Podcaster und so weiter, in diese Lebenswelt überhaupt reingekommen wäre. Ich wäre auch einer von denen gewesen, die da irgendwie ein bisschen verschämt und verdruckst rumgestanden hätten und erstmal so, wie gehen wir jetzt damit um und was kann ich denn tun und sagen und machen und darf man drüber reden, dass man irgendwie oder nicht oder doch oder ich fühlte mich, weiß auch nicht, sicherer. Da bin ich super, super dankbar, dass ich das quasi durch Tobi und viel, oder andere Angebote, die ich ja auch wahrgenommen habe, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann, weil ich sie schon wieder vergessen habe, dass ich da so ein bisschen vor informiert war. Das war mir eine sehr, sehr große Hilfe. Ja, ich weiß halt nicht, ob Podcast dafür das richtige Medium ist, da wirklich eine breite Masse zu erreichen. Ja, mittlerweile ja schon, ne? Ja, es ist halt noch ein eher Nischenthema. Trans ist ein Nischenthema, aber ich glaube, Nische geht im Podcast immer. Ja, natürlich. Das ist so meine Erfahrung. Ja, die Frage ist, ob man damit aber Leute, die mit Trans nichts zu tun haben, wirklich erreicht. Ja, weiß ich nicht. Aber es kommt denn drauf an. Also ja, ich freue mich über jeden, der das hört. So. Wir freuen uns. Ja, ist ja gut. Ja, ich wünsche euch, dass ihr ganz viele Hörer bekommt, die dahinter sagen, ach, weil Paula und Sarah mir das so schön erklärt haben oder weil die halt tolle Gäste eingeladen haben und das waren so sympathische Leute. Das waren zwar ganz schräge Vögel und meine, was weiß ich, vielleicht würde ich auf der Straße auch erstmal so ein bisschen einen Bogen machen oder so. Ich wüsste genau, die Elterngeneration meine Elterngeneration, die würde sagen, es taucht doch alles nichts und so weiter. Aber das waren so sympathische Leute. Sag das nicht. Was soll ich sagen? Ich finde, das ist immer so ein Klischee, was man hat. So, ja, die alten Leute, die kommen damit nicht klar. Das ist Klischee. Also ich sage immer Klischee. So, okay. Das ist auch ein Klischee. Ja, das ist immer so, also die Person in meiner Familie, die mich als erstes Paula genannt hat und zwar kompromisslos und es immer versucht hat, war zu dem Zeitpunkt, als sie es gemacht hat, über 90. Und wow. Die Person, die mich von Anfang an abgelehnt hat und es bis heute tut, war zu dem Zeitpunkt, als sie es getan hat, Anfang 20. So, Alter spielt da keine Rolle. Das ist auch Klischee. Ja, okay. Das ist wirklich danke. Auch Klischee. Das ist ein weit verbreitetes Schublade. Klischee. Ja. So, ja, die alten Leute, die kommen damit ja nicht klar. Die haben genug gesehen in ihrem Leben. Die kommen auch damit klar. Ist so meine auch Erfahrung. Die haben teilweise drei Wirtschaftssysteme erlebt, die kommen mit allem Möglichen klar. Da sollten wir uns nicht so viel einbilden. So, die haben teilweise schon richtig Krieg erlebt. So. Ne? Ja. Also. Ja. Die haben uns manchmal viel mehr voraus, als wir so denken. Ja, danke für den Hinweis, das stimmt. Ich bin da wieder auch in so eine Schublade gerutscht. Das hast du natürlich völlig recht, das stimmt. Das ist, ja, da sollte man immer, ja, das ist, da, ja, da denkt man immer so, ja, nee, die Alten, die haben da ein Problem mit, weiß man immer gar nicht. Ich habe so ein bisschen meine eigene Erziehung so, wo dann, ja, das taucht doch alles nicht so wirklich so ablehnende. Aber das ist vielleicht auch wirklich ein Einzelfall und gar nicht generationsbestimmt, sondern ja, da gibt es auch. Also ist es schon so, aber es ist halt nicht immer so. Ja. Es ist die Regel, ich weiß es nicht. Wir glauben alle, dass es die Regel sei und deswegen gehen wir davon aus, dass sie ist. Ja. Aber ist es sie wirklich? Das wissen wir ja gar nicht. Stimmt, danke. Das wissen wir alle nicht. Richtig. Man sollte das nicht einfach auch so oder wiedergeben, wenn so undrüber nachgedacht. Wie nennt man das denn? Unreflektiert. Unkritisch. Unreflektiert, ja, genau. Unreflektiert nachplappern. Also ich habe da was unreflektiert nachgeplappert, das stimmt. Super. Ja. Ja, also, das Angebot heißt transgespräche.de.
Ich habe mich gewundert, dass diese URL noch frei war. Oder habt ihr dafür tausende von Euros auf den Tisch gelegt? Nein, die war noch frei. Super. Die war tatsächlich noch frei. Also ja. mit Umlaut und ohne und mit Bindestrich und ohne. Und ja, ich habe sie alle. Ja, das ist ja so, weißt du, wenn man sich so einen Namen für einen Podcast aussucht. Wir saßen tatsächlich im Zug und dann haben wir uns gesagt, so könnte es doch heißen. Domain vergeben. Ja, genau. ich meine, ne, wenn man sich irgendwie Podcast-Namen aussucht, dann guckt man immer gleich Domain noch frei. Und Twitter-Händel noch frei. Domain genau. frei und Twitter-Händel frei. Genau. Da ist hier jemand schlauer als der Hör doch mal zu Podcast. Ja, gut. Aber Hör doch mal zu war, glaube ich, einfach zu lang. Deswegen heißt es HDMZ-Pod. Ja, um den Namen jetzt, auch nochmal gedroppt zu haben. Jetzt überlegt doch mal, ihr habt eine Wohnung in Berlin gefunden, groß und billig. Ja, ihr denkt euch einen Titel aus und dann ist die URL frei und der Twitter-Handle ist auch noch frei. Sag mal, ihr seid doch irgendwie, könnt doch Lotto spielen. Das ist doch vom Glück beseelt gerade, oder? Weiß ich nicht. Das ist ja irre. Nicht alles. Ja. Ich freue mich für euch, super. Glück. Ja. Haben wir zumindest. Ja. Also, ja, das haben wir auch schon lange, bevor das Projekt gestartet ist, uns alles gesichert. Ja. Naja, manche Leute letztes Jahr im Mai ist die Idee entstanden. Genau. Jetzt da, im Januar haben wir quasi angefangen. Genau. Oh, da hatte ich aber auch eine schöne Reifezeit gehabt, ne? Dreiviertel Jahr fast. Ja. Hat ein bisschen gereift, ja. Tatsächlich hat die RC3 geholfen. Ja, ich war ja immer unsicher wegen Intro und hab dann mal da am Lagerfeuer nachgefragt, so wie das mit Intro so ist. Die meisten meinten so, ist egal, mach einfach. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich jetzt einfach. Den hat's da war ich dabei. Ja, stimmt. Ja. Oh, Augenzeugin, ja. Erzähl. Ja, ja, erzähl ja, mal. Ja. Ja, nee, also ich, wie war es das war denn genau, gewesen? Es war genau so, wie es gerade erzählt hat. Nee, also, ja, nachgefragt und dann haben alle gesagt, mach doch einfach mal. Ja. Ja. Dann habe ich, weil ich nicht ohne anfangen wollte, noch irgendwas auf dem Klavier geklimpert. Das ist jetzt Intro und das bleibt jetzt erstmal so. Ah ja. Also, sehr gut. Ja, tatsächlich, das hat mich dann motiviert, da weiterzumachen. Das war total hilfreich. Wie, das hast du selber gespielt? Ja. Ach, guck mal. Ich hab unser Intro selber gespielt. Schön. Das ist tatsächlich eine Eigenkomposition. Ja. Das ist doch, das ist ja nun mal besonders ist, schön. Gut. Ja. Schön. Also, ja, da musst du irgendwas kommen. Ich brauch das. Es ist gerade so dieser Modus, so jetzt fängt die Sendung an, kurz Intro einspielen, in den Aufnahmemodus gehen und dann ganz professionell so tun, als wenn man Ahnung hat. Apropos professionell, soll das denn das Angebot regelmäßig erscheinen? Habt ihr euch irgendeinen Rhythmus gesetzt? Jede Woche, alle zwei Wochen, jeden Monat oder so? Oder ja, eher kommt? Monatlich. Also tatsächlich tendenziell eher monatlich. Also, wenn wir den Monat schaffen, ich Also nachdem ich das bei diesen autistischen Wahrnehmungen so gut mit dem Veröffentlichen von Podcasts hingehe, höre ich auf, irgendwas zu veröffentlichen, um Stücke zu sagen. Weil ja, ich habe im letzten Jahr tatsächlich es geschafft, zwei Sendungen aufzunehmen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Aber, letztes Jahr hat, glaube ich, bei vielen die Produktion so ein bisschen geruht. Hör doch mal zu, war ja schon immer im Pandemie-Modus und wir haben, glaube ich, nicht eine Sendung aus. Ja, da haben wir uns tatsächlich zu Anfang drüber lustig gemacht, dass wir ja schon immer im Pandemie-Modus senden und weil das halt auch tatsächlich so war, ne? Also ich habe halt mit Frank schon immer über Studio Link, danke an Sebastian an der Stelle nochmal. Wir haben schon immer 1,5 Kilometer Abstand zwischen uns gehabt. Genau. Das sind, glaube ich, noch mehr. Aber genau. Ja. Schön. Aber schön. Ja, wir haben das tatsächlich, seitdem es Studio Link gibt, gibt es diesen Podcast. Vorher gab es den nicht. Wir haben mehrmals versucht, Dinge über Skype aufzunehmen, die sind aber nie veröffentlicht worden. 18 Kilometer, schreibt der Chat. Ah, okay. 18 Kilometer. Ja, das ist Corona-sicher. Genau. Da kommt. Aber nein, um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben jetzt die zweite Folge, die Aufnahme haben wir jetzt in der nächsten Woche geplant. Tatsächlich, ja. Und dann kommen ja die anstrengenden Folgen, wenn man Gäste finden muss. Genau. Ja, allerdings. Also, Folge 1 und 2 waren ja gesetzt für Paula und mich und dann wird es jetzt anstrengend. Genau.
Also, ja, ich hoffe, so monatlich alle 2 Monate eine Folge veröffentlichen zu können. Ist zumindest der grobe Plan. Aber ich mag Deadlines. Ja, dann. Der Chat ist auch schön. Nein, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass das Projekt groß und stark wird und dass ihr vor allen Dingen immer Spaß daran habt, dass ihr das tut. Ja, das auf jeden Fall. Also, na gut, die erste Folge war eher anstrengend. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen sollte, wie das war. Also, das ist wenigstens ja, okay, dann erzähle ich das jetzt, genau. Dann habe ich endlich die Last von der Seele. Ich glaube, du hast es auch im Hör doch mal zu schon erzählt. Aber egal. Also normalerweise fährt Paula ja die Podcasts. Also hat ihr Ultraschall laufen und kümmert sich um alles. So, ich muss nur reden. Die erste Folge, da habe ich ja Paula interviewt und das hieß, ich habe die Folge gefahren, die Technik. Hatte bei mir auf dem Laptop halt Ultraschall offen. So das erste Mal überhaupt. So ganz, ganz unbedarft. Und dann versucht man, eine Paula zu interviewen, die ständig einem auf den Bildschirm guckt und sagt, klick mal hier, klick mal da, drück mal hier, mach mal eine Kapitelmarke. Ich wollte sie doch nur interviewen. Ja. Dafür hatte sie dann sehr viel Arbeit dabei, das alles rauszuschneiden. Es ist, so viel Arbeit war das gar nicht. Aber ja, das war tatsächlich ich war etwas unzufrieden mit der Folge, aber ich bin froh, was Paula daraus gemacht hat. Ich glaube, das Fachwort ist Serendipity, ne? Während man das eine bespricht, über das andere schon nachdenken oder so. Okay. In unerkannte oder ungeplante Welten abbiegen. Ich glaube, das kann Paula wirklich sehr gut. Ja. Ja, also dann, ja, dafür muss ich sagen, ich habe das Feedback auch schon bekommen, habe ich Paula eigentlich ganz gut so auf der Spur gehalten, thematisch. Also, ja. Ja, ich bin kein einfacher Interviewgast und ich kann auch schlecht Leute interviewen. Ich bin mal gespannt, wie die nächste Folge wird, weil da muss ich ja den Sarah interviewen. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Mal gucken. Gut, wir sind gespannt auf Folge 2. Man kann aber jetzt schon die Nullnummer und die Folge 1 hören, wenn man nicht an der falschen Stelle sucht, wie ich. Ja, wer in der Nullnummern-Kuration sucht und wird natürlich immer nur die Nullnummer finden. Also das, ich war überrascht, ich weiß nicht, haben wir das gerade schon gesagt oder war das im Vorgespräch? Ich war nämlich überrascht, dass schon die Nummer 1, also nach der Nullnummer, die erste Folge, die erste richtige existiert, weil ich die nicht gesehen hatte in meiner Suche, bis ich dann rausgefunden habe, dass ich nur in der Nullnummern-Kuration gesucht habe und da habe ich natürlich nur die Nullnummer gefunden. Das ist ja logisch. Ja, man merkt auch, dass diese Nullnummer-Kuration echt was bringt. Ne? Also die Nullnummer ist schon echt gut gehört worden im Vergleich jetzt auch zur ersten Folge. Ja, guck mal. Dank dem Erfinder und Macher von FÜD, Christian. Ja. Gut. Also ja, Grüße gehen raus. Vielen Dank für euer Besuch hier auf der Gartenbank. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende unserer Sendung. Ja, natürlich. Ja, klar. Relativ schnell, glaube ich, zum Ende kommen. Also viel haben wir uns nicht mehr vorgenommen, aber ihr bleibt gerne da und könnt auch gerne euch noch einbringen, wenn wir irgendein Thema ansprechen, wo ihr sagt, ha, da weiß ich was zu oder so, möchte meine Meinung sagen. Und das ist gefährlich mit Paula. Sag nicht, ich habe dich nicht gewarnt. Ja, stimmt, vielleicht war ich da ein bisschen zu unvorsichtig, das kann sein. Gut, also, Dankeschön Paula, Dankeschön Sarah, viel Erfolg für euer Podcast-Angebot. Die Transgespräche mit AE oder Ä oder mit Bindestrich oder ohne, die URLs sind alle eure. Alle Schreibweisen. Das finde ich großartig. Super. Ja, Dankeschön. Ja. Und dann gucken wir mal, was im Querbeet jetzt los ist hier. Ich kann mich nur an 2 Themen erinnern, die überhaupt mal auf unserer Liste gelandet waren. Und das ist zum einen das Winterpodstock, was letztes Wochenende passiert ist. Sebastian, als Hauptorganisator, nein, du bist ja nicht, aber Hauptträger des Ganzen. Wie bist du zufrieden mit der Veranstaltung? Doch, wir sind alle zufrieden, soweit ich das für das Orga-Team mitsprechen darf. Insofern, ja, es war ein schönes Wochenende und es hat so funktioniert, wie wir uns das, glaube ich, vorgestellt haben, indem wir den Barcamp quasi etwas mehr Raum gegeben haben und ja, war also besser hätte es nicht laufen können. Das ist schön zu hören. Ja, Vera, ergänzt du bitte deine Eindrücke. Nee, genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Also es war sehr schön, es hat alles gut geklappt und
Ja, ich wurde aufgeflauscht an dem Wochenende. Beflauscht? Von wem oder was? Nein, aufgeflauscht, so die Stimmung. Aufgeflauscht? Also, aufgeflauscht. Ach so. Genau. Es ging dir hinterher besser als vorher? Genau. Aha. Ja. Und ich war sehr froh, dass die Videosache, die Sebastian da mal eben so zusammengeknuppert hat, dass man da jetzt auch endlich ohne Headset dran kann, quasi, weil ich ja diese schlimme Entzündung hinterm Ohr hatte oder noch habe und ja, mir das ermöglicht hat, trotzdem teilzunehmen, weil ich dann kein Headset aufziehen musste. Ach ja, schön. Das war ja die aktive Echo-Unterdrückung ist jetzt drin irgendwie, ne? Genau. Welche Magie hast du da drauf geworfen, Sebastian? Hast du was Eigenes gebaut oder was von der Stange genommen? Nee, das ist von der Stange genommen, ja. Vielen Dank nochmal. Das hat mir echt geholfen, ja. Obwohl ich mich erinnern kann, wir hatten, glaube ich, auch einmal ganz hübsches Echo. Das war sehr konstant sogar. Da konnte man sich selber in, ich weiß nicht, wie viel 100 Millisekunden Verzögerung wieder selber hören. Aber das war dann, weil eine der Teilnehmerinnen die falsche Option gewählt hatte, sagen wir es mal so. Genau, ja. Und hat natürlich zur Belustigung beigetragen, ja. Ist ja auch nicht perfekt, soll ja auch nicht perfekt sein, ne? Ist ja nicht der Anspruch. Aber was mir aufgefallen war, ich war ja nur am Samstag dabei, und da, also am Anfang wie immer, Barcamp, ja, wir haben so und so viele Slots und wer will, erst ist es so ein bisschen zäh, ach ja, hier ich und dann vielleicht, ach ja, wenn sonst keiner, dann ich auch. Und auf einmal war es dann ein bisschen so wie, ja, jetzt trauen sich auch Leute vor, die vorher vielleicht geschwiegen hätten. Und ich habe dann am Sonntagmorgen nochmal kurz reingeguckt, aber ich hatte Besuch und ich konnte mich jetzt da nicht so richtig reinschalten. Da war zum Beispiel das Angebot von der Judith, dieses Tangeln, also dieses ja, Zeichnen, dieses. Das war dann plötzlich nochmal, also das hatte dann offenbar so viel Begeisterung gebracht, dass es dann gleich am Sonntag wiederholt wurde. Oder? Habe ich das falsch gesehen? Ja, das war so schön anzusehen, einfach so sehr beruhigend und entspannt, dass wir gefragt haben, ob sie nicht nochmal was machen könnte. Genau. Und das hat sie getan. Das hat sie getan, ja. Und Sebastian, du hattest im Wesentlichen dann diese Serverfarm da irgendwie im Auge und hast die ganze Zeit Technik jongliert, konntest gar nicht inhaltlich groß teilnehmen oder ging das dann mehr oder weniger von alleine und du konntest dich doch auch ein bisschen entspannen? Es ging größtenteils von alleine. Also ich musste zwar noch immer, wenn irgendwo eine Aufzeichnung starten sollte, das nochmal kontrollieren, aber das war dann nur ein Mausklick und mal kurz auf dem Server nachschauen, ob die Dateien wirklich so geschrieben werden, wie sie geschrieben werden sollen. Und das war es dann am Ende des Tages auch schon. Insofern war das Stressigste an dem Wochenende eigentlich für mich die Planungsphase für das Barcamp, die Slots zuzuweisen. Ja, das war ja auch magisch. Das war ja magisch. Das war toll. Also vielleicht für die Behörenden. Ich war in der Rolle dessen, der dann die Angebote abgefragt hat sozusagen und dann mit den akustischen Meldungen, wie jemand sagte, ja, ich hätte vor, dieses und jenes zu machen, haben dann die meisten auch gleichzeitig einen elektronischen Fragebogen, sag ich mal, ausgefüllt, und diese Informationen liefen bei Sebastian rein und der hat das dann sofort in den Zeitplan getan. Das heißt, wenn man den Fahrplan vor Augen hatte und hat Refresh gedrückt, dann war das, was man gerade vor einer Minute besprochen hatte, dann stand das schon da. Das fand ich wirklich sehr, ich weiß, es ist heute Standard quasi, aber für mich war das noch so Magie. Ja, ja, da auch nochmal Dank an die Teilnehmenden, die natürlich auch die Sachen ausgefüllt haben selber, sodass ich die halt wirklich nur noch zuweisen. Also hätte ich das mitschreiben müssen, ich glaube, das ein bisschen länger gedauert. Das war mein erster Gedanke, dass du dann auch noch neben dem Titel und dem Untertitel dann auch noch so ein bisschen Text da reinformulierst. Da hab ich gedacht, wo hat er das denn jetzt hergeholt? Ja? So, wow. Und dann habe ich so langsam realisiert, dass das schon vorbereitete Einträge gewesen sind und die Leute haben das dann quasi nur in dem Moment losgeschickt oder irgendwie so. Oder lagen schon bei dir vor und du hast dann aus dem
Archiv geschöpft oder irgendwie so. Das war echt so, wow. Oh. Aber tatsächlich dann die Wünsche, weil mir war es im Vorfeld schon klar so ein bisschen, allein das zeitliche Hinterlegen, wenn das so dynamisch ist, das wird schon schwierig genug, weil dann möchte jemand da an dem teilnehmen und dann verschiebt sich das halt nochmal und das dann natürlich in der Kürze. Und wir waren leider ein bisschen, wir hatten zu wenig Zeit angesetzt für die Planung. Was am Ende jetzt nicht so schlimm war, dann haben wir einfach den ersten Session-Slot ausfallen lassen. Und ach ja, ja, das lag am schlechten Moderator, der hat nicht auf die Zeit geachtet. Nee, das hat einfach den Raum eingenommen, den es eingenommen hat. Aber das ist ja das Schöne an so einem Barcamp dann, dass man einfach sagen kann, okay, dann geht halt der erste Session-Slot für die Planung nochmal mit drauf, weil da war ja eh nichts geplant, wirklich. Und wir hatten ja auch den Sonntag nochmal komplett offen gelassen für Zusatzprogramm, sodass wir da auch nochmal ausweichen konnten und das wird ja auch noch befüllt. Also insofern tatsächlich, ja, ist dieses Ungeplante dann auch genau aufgegangen, ne? Ja, wie die Barcamp-Magie hat wieder zugeschlagen. Hier kommt noch im Chat von Käsebrot die Einschätzung. Super zufrieden, war richtig super. Also zweimal super. Besser kann man es ja kaum machen. Schön. Ja, aber, ich war auch. Ja, bitte, erzähl. Ich war auch ganz kurz da am Freitagabend und am Wochenende habe ich es dann aber nicht mehr geschafft, weil wir dann mit Wohnung. Mit der alten Wohnung von Sarah noch zu tun hatten und da renovieren mussten und renovieren nicht mehr, aber halt aufräumen und ausfegen und machen und tun. Deswegen hatten wir da keine Zeit mehr, leider. Aber du hast jetzt nicht gesagt, wie du es fandst. Ich fand's super. Also, ja, mal kurz, ja. Am Lagerfeuer gesessen halt und die Hände gewärmt. Das war sehr schön. Ja, also Evil Den Sven Wallace. Der hatte die Nora Hespers angefragt, der hatte die Daniela vom ESC-Schlag angefragt. Das war Udo. Ach, Udo war das, okay. Ja. Da war der das. Dann hat sich der Evil Den hinterher nur auf Twitter bedankt. Dann habe ich das zusammen darf. Ja, egal. Jedenfalls wurde Nora angefragt zur Moderation, die Daniela angefragt zur Moderation und mich haben sie als Maskottchen dann auch dabei haben wollen. Und die Nora hat das so toll gemacht an dem Freitagabend, wo ich dachte, oh, das war wie eine richtige professionelle Eröffnung. Also toll, wirklich sehr, 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 sehr schön. Und Daniela hat auch am Samstag das ganze Programm da geführt. Ich habe mich ja irgendwann dann so ein bisschen ausklinken dürfen. Toll, gut gelaufen. Ja, war wirklich sehr, sehr cool. Ja, es gibt Aufzeichnungen, nicht von allem, weil das halt nicht überall gewünscht war in den Sessions, okay. Aber das, was gewünscht wurde, das wurde aufgezeichnet und das sieht auch ganz gut aus, so dass wir das dann veröffentlichen. Ob das jetzt dann teilweise nur Audio-only wird oder wirklich auf YouTube, da müssen wir nochmal gucken, je nach Fall, ob das einen Mehrwert bietet, das Video oder nicht. Okay. Ja, super. Und demnächst geht's dann weiter vor Ort. Weißt du gerade das Datum? Ich hab's schon vergessen. Juni? Juli? Juli. Anfang, das erste Wochenende im Juli. Genau. Juni? Um den 3.7. herum, das weiß ich. Erster bis 3. Genau. In der Hoffnung, dass das dann in Präsenz stattfinden kann. Ja, in der Hoffnung. Also die Planungen laufen da erstmal drauf hin und ob dann das C mitspielt oder nicht, das werden wir dann sehen. Okay. Genau. Okay, das wird bestimmt dann auch wieder schön. Vielen Dank für die Orga, für das Winterpodstock. Das war ein schönes Wochenende, kann man nicht anders sagen. So, dann kommen wir zum nächsten Thema und ich hatte ja vorhin ganz am Anfang gesagt, dass Claudia nicht da ist, aber Claudia ist zumindest akustisch da. Sie hat uns nämlich einen Audiogruß geschrieben und in den Gruß hat sie auch noch eingepackt, wie es weitergegangen ist mit ihren Podlove-Publishing-Problemen. Wer sich erinnert, vor zwei Ausgaben hatte sie ja davon erzählt, dass ihr System irgendwie gecrashed war und war so ein bisschen unklar, woran das denn jetzt gelegen hat. Ob sie Einzelfall ist oder ob das ein systemisches Problem von Podlove ist. Sie klärt es jetzt auf. Bitteschön.
Hallo vom Haus am See. ja, ich bin heute gar nicht live dabei, sondern mit zwei ganz lieben Autorenkolleginnen irgendwo in der Pampa in einem Haus mit Blick aufs Wasser und wir arbeiten hier fleißig an unseren Projekten. Ist auch tatsächlich ein bisschen was fertig geworden. Eine Kurzgeschichte ist ins Lektorat gewandert und ja, die vierte Auflage vom Datenschutzsachbuch ist durch. Yay! habe ich gestern gerade überall hochgeladen, kommt am 1.3. und hat jetzt auch ein Kapitel zu NFTs und was damit so alles schiefgehen kann, zu Web3 und ja, was ja sonst so zu erneuern war, zu aktualisieren war. Genau. Es ist doch ein ganzes Teil länger geworden. Es sieht nur nicht so aus, weil ich die Schrift ein bisschen kleiner gemacht habe für den Drucksatz. Aber doch sind einige Seiten dazugekommen. Also schon wieder viel gemacht und viel passiert dieses Jahr in dem Bereich. Genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe beim letzten Mal total vergessen, euch zu berichten, dass die Sache mit diesem Podlove-Fehler, das war echt ein Ding. Und zwar hatte, ich konnte ja keine neuen Folgen anlegen. Und die Informationen, die ich halt über Podlove halt in dem unteren Teil eingeben konnte, die sind ja immer nicht übernommen worden. Genau, da hatte der Clemens dann ein Issue aufgemacht auf GitHub. Und dann gab es halt einen Quickfix. Der hat es aber für mich tatsächlich noch nicht gelöst und wohl auch für andere Leute nicht, weil die haben dann den Clemens kontaktiert mit, sag mal, du hast da so ein Issue aufgemacht, wir haben dasselbe Problem. Das waren jetzt nicht elends viele, aber es ist doch bei manchen Leuten auch aufgetreten. Und dann hat er nochmal, also für meine Installation halt, rausgefunden gehabt, was es war. Und das hat er dann alles auch nochmal zusammengeschrieben. Gibt jetzt ein offizielles Issue dafür, auch für Podlove, und sollte dann hoffentlich auch bald gefixt sein. Und zwar war das Problem, dass die Datenbank zu alt war und noch kein dynamisches Reihenformat hatte. Und dieser Podlove-Updater hat das aber vorausgesetzt und hat so ein neues Feld hinzugefügt, eben in diesem Format. Und weil die Datenbank das noch nicht konnte, ist das einfach silent im Hintergrund irgendwie gefailt, also ohne irgendwie Bescheid zu sagen, was jetzt das Problem ist. Ja, und das hat dann irgendwie auch das Finden und Debuggen alles ein bisschen schwieriger gemacht. Aber ja, Menschen haben sich der Sache angenommen und an dieser Stelle ein ganz großes Hoch auf die ProgrammiererInnen, die sich sowohl um Podlove kümmern als auch alle anderen Open-Source-Projekte. Ihr seid großartig. Danke, 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 danke. Also immer wieder so toll, dass Menschen das dann halt auch annehmen und sagen so, hey, da ist ein Fehler, wir kümmern uns drum, ist bald gefixt. Ach, das macht die Welt echt so viel besser. Ach, Dankeschön. Genau, so. Und ich hupfe jetzt hier mal weiter, zurück an meine Schreibsachen und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Tschüss. Ganz herzliches Dankeschön an dich, Claudia, dass du das möglich gemacht hast, uns diesen Gruß und auch die Aufklärung zu bringen. Und Gratulation, dass deine Arbeit da fertig geworden ist. Das ist natürlich auch ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich schließe mich dem Dank an die Open Source Entwicklerinnen und Entwickler an. Und ist ein mieser Bug, muss man mal sagen. Hast du den auch gehabt? Nee, aber so einen Bug erstmal zu finden und zu haben, ist das ist nicht trivial, sowas zu finden, so. Weil, ja, so, weil du testest Software und machst und tust und der liegt an der Datenbankversion von irgendwelchen Leuten, die zu alt ist. Und da denkst du dann auch so, okay, das ist halt so ein Case, ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, so. Genau. Als ich den Fehler gehört habe, dachte ich so, ja, das ist nicht trivial. Das waren früher meine Lieblingsbugs tatsächlich. So eine Woche dran rätseln, woran es liegt, und dann finden, oh, das ist nur eine Kleinigkeit. Hast du den Fehler auch mitbekommen? Ja, ja. Okay. Also, ja, das habe ich auf Arbeit früher gemacht. Das war mein Job, so eine Bugs zu finden. Dann, wenn alle Entwickler aufgeben. So. Die letzte Hoffnung. Hier, guck mal, fix mal. Ja, da waren teilweise Bugs bei, wenn irgendwelche User so mal für 36 Stunden die Webseite offen hatten. Dann hat sich da irgendwas im JavaScript festgefressen.
Ja, gut. So, Und ja, ich habe sie gefunden und gefixt. Wow, gut. Es war, ja, das ist das, was mir in meinem Job Spaß macht. Backsuchen und fixen. Und, ja, egal. So, wir schweifen ab. Ja, och, dafür sind wir ja da. Wir geraten ins Plaudern. Ja, ich muss nur die Uhr so ein bisschen im Auge behalten. Genau. Das ist, ja, ja, das ist richtig. Deswegen kommen wir jetzt hier vom Querbeet oder beenden wir das Querbeet. Und wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Letzte Woche bei Lars da und wir haben keinen Terminkalender, wie nennen wir das? Blühkalender gemacht. Heute ist Lars nicht da, aber wir machen Blühkalender und wir kommen jetzt zum Blühkalender. Es gibt nämlich so ein magisches Ding, das nennt sich Audioaufzeichnung. Und so wie die Claudia uns gerade den schönen Gruß reingereicht hat, hat Lars auch die Termine vorbereitet. Bitteschön. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Quelle ist das Terminwiki im Sendegate, genau wie immer. Am 1. März gibt es die Podcast-Bar vom Podcast Club Switzerland. Als Thema gibt es Fragen und Antworten rund ums Podcasting. Das ist ein Online-Event, los geht's um 19 Uhr und bei den Events unter podcastclub.ch oder podcastclub.ch gibt es weitere Informationen dazu. Am 5. März gibt es ein virtuelles Funheim per Big Blue Button. Ab 18 Uhr wird gemütlich beisammen gesessen, ab 20 Uhr gibt es gemeinsam Videogenuss. Weitere Infos und eben auch die URL für den Big Blue Button Raum gibt es unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Am 24. März gibt es das 2. Audio Barcamp. Der Name verrät es schon, es ist ein Barcamp. Und es geht um Audio und Podcasts in Organisationen. Das Ganze findet online statt von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Cogneon mit C am Anfang, also C-O-G und dann neon.de/audiobc22/. Am 29. März gibt es das Podkölsch, da geht's ums Kennenlernen und persönlichen Austausch. Los geht's am Brauhaus früh in Köln am Dom um 19 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten, die Mailadresse steht im Termin-Thread im Sendegate. Am 5. Mai gibt es das All Ears, der Podcast-Summit von Spotify. Das versteht sich als große deutsche Podcast-Konferenz mit Keynotes, Panels und Workshops. Veranstaltungsort sind die Wilhelmhallen in Berlin. Infos gibt es unter allears.byspotify.com. Und das war's auch schon wieder für dieses Mal. Im Terminwiki gibt's auch Links zu den weiteren Infos zu den Veranstaltungen und genaue Adressen und alles, was man sonst so brauchen kann. Und als Wiki ist das natürlich offen für weitere Einträge. Also neue Sachen dort einfach eintragen und dann tauchen die auch hier im Sendegarten auf. Dankeschön, Lars. Vielen, vielen Dank, dass du uns das noch reingeworfen hast hier. Ganz großartig. Oh, Spotify mietet Messehallen oder große Hallen in Berlin an. Das wird ja spannend. Aber das ist nichts gegen Podstock, ganz klar. Podstock gewinnt immer. Natürlich, weil es eh schöner. Spotify bringt auch nicht viel. Also wir haben ja unseren Podcast auch mal auf Spotify veröffentlicht zum Testen. Das bringt gar nichts. Hast du mal wieder geguckt? Ja, es gab immer noch nur eine Person, die es angehört hat, und das war ich selber. Also, aber konstant. Also, eine Hörerin ist konstant. Das bin ich ja, selber. Genau. Sehr schön. Kurz reinhören, ob es funktioniert. Ja. Also so viel zu Spotify und Podcast. Alles klar. Ich glaube, das fließt so da wieder runter. Setzlinge haben wir diesmal nicht, aber wir haben ja im Prinzip aktuell ein Setzling, nämlich die Transgespräche vorliegen. Das ist ja auch noch am Werden, gerade so gepflanzt und wird groß. Also das ist der Setzling für dieses Mal. Ich fand das ja auch sehr lustig, dass ihr beim letzten Mal die Transgespräche in die Blütenschätze und nicht in die Setzlinge gepackt hat. Das habe ich nicht verstanden, aber egal. Ich glaube, das war eine Hörerzuschrift. Das war eine Hörerblütenschatz, wenn ich nicht richtig... und das habe ich einfach so übernommen. Nee, ja, das war der Gast. War der Gast? War Fuse. Ja, Fuse hat es eingebracht. Ah, okay. Ja, aber das will ich ja nicht kritisieren. Ja, wenn Gäste oder Hörende sagen, ja, das ist für mich richtig. Der Blütenschatz, das hat mich berührt, das ist das, was ich toll finde, dass es sowas jetzt gibt, dann ist das ja auch. Das ist ja keine harte Kategorie. Ach, das ist doch. Es geht ja einfach nur darum, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen erzählen, wo wir eine Perle gefunden haben. Ja. Wie der Dirk, der
der tatsächlich so heißt, wie heißt denn so? Der Dirk Brims so. Der sagt immer, er ist Perlentaucher. Also wenn man eine Perle getaucht hat, dann kann man die ja auch mitteilen. Finde ich, egal wo. Finde ich auch. Der Chat hat nochmal was Spannendes zu Bugs. Er meint, interessant wird es dann, wenn verschiedene Werte eines Bitfiles im IRS und im Hauptprogramm manipuliert werden und dann zu Änderungen der IRS ab und an verloren gehen. Manche Controller können halt nur bitweise vom RAM in den Register kopieren, wo sie dann Bit-Operationen ausführen können. Ja, genau. Lassen wir das. Hast du die Bisamratte gesehen? Ja? Ich habe die Bisamratte gesehen und mir fällt da ein Zitat aus Findet Nemo ein, wo es heißt, du bist wirklich nett, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. So geht es mir auch. Ja. Aber ich wollte es vorlesen. Ja, und das fällt mir immer wieder ein, dieses Zitat, wenn ich sowas höre. Das sollte ich mir auch mal merken. Herrlich, herrlich, herrlich. Sehr gut, das sollte ich mir auch merken. Herrlich, herrlich. Aber da fällt mir jetzt ein, ich habe heute den neuen Auf Distanz, die neue Auf Distanz-Ausgabe gehört, die reden da, also Lars redet mit Herrn Schäpers, wie heißt der mit Vornamen? Ah, vergessen. Über einen schon in die Jahre gekommenen Satelliten und der ist tatsächlich von einem elektrischen Impuls irgendwie oder von einem Teilchen getroffen worden und in der Programmierung ist ein Flip, ein Bit umgeflippt und dann mussten sie irgendwie daran, also tatsächlich hat ein elektromagnetisches Teilchen ihr Programm kaputt gemacht. Ich habe noch nicht gehört, nicht weiter spoilern bitte. Ich habe nichts gehört jetzt. Nichts verraten. Komm, wir gehen in den Garten, wir gehen jetzt zu den Blütenschätzen. Blütenschätze bitte. Ach so, da sind sie schon. Naja, also Ungeduld. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wer hat denn hier Blütenschätze? Ich sehe da einen Eintrag vom Hörer Arnim. Zwei vom Hörer Arnim. Die sind uns zugeworfen worden und die lese ich einfach mal so vor. Ich würde gerne die aktuelle Folge der Gretchenfrage mit Sarah Burini als Blütenschatz zum Sendegarten einreichen. Genau das Richtige, wenn einst die katholische Kirche anhand der Nachrichtenlage über einen Kamm scheren möchte. Das ist allerdings schon vom 6. Februar, da war das mit der katholischen Kirche das Thema. Heute haben wir ein ganz anderes Thema, aber davon fange ich jetzt nicht wieder an. Aber die Gretchenfrage ist hier als Blütenschatz genannt. Da muss ich noch unbedingt reinhören, das habe ich mir vorgenommen. Und dann gibt's einen weiteren Zuschrift auch von Arnim, der sagt, es ist so eine Art Blütenschatz. Eine spannende Podcast-Episode zum Thema richtig zuhören, anderen und uns selbst. Vielleicht möchte Martin Rützler das ja im nächsten Sendegarten erwähnen. Ja, vielleicht möchte der Martin Rützler das, könnte sein. Wenn wir richtig zuhören, kann uns das transformieren, sagt Dr. Meriam Vakili. Moderatorin, Mediatorin und unser Gast in dieser Folge. Im Alltag hören wir anderen und dann bricht es ab. Oh Gott, wie heißt denn das jetzt? Ja, gute Vorbereitung ist alles. Klicke ich mal hier drauf. Stimm dich, heißt der Podcast. Richtig zuhören, anderen und uns selbst. Der Podcast für gutes Singen und Sprechen. Aha, ich habe hier eine Podcast-Addict-Adresse. Ja, ich kopiere sie gerade in den Chat, weil Lars nicht da ist, muss ich das ja machen. Toll. Vielleicht, ne? So, es dauert bei mir nur länger als bei ihm. Egal, ich gucke mal gerade in meinem Podcatcher, ob unter Stimm dich eine Adresse. Ja, ich habe das jetzt in den Podcast-Addict-Link genommen, der da, aber... Ja, guck mal. Eva Morlang und Alexander Kunze werden hier genannt. Und hier wird auf Anchor FM verwiesen. Also die haben anscheinend keine eigene URL irgendwie oder zumindest hier nicht unmittelbar zu finden. Aber es ist halt der Blütenschatz unseres Hörers Arnim. Und wie gesagt, er schreibt dazu, ich versuche das nochmal eben... Spannende Podcast-Episode zum Thema richtig zuhören, anderen und uns selbst. Ist ja auch nicht so einfach, sich selber zuzuhören. Gut, vielen Dank, Arnim, dafür. Und wir haben ja einen Blütenschatz von Lars. Obwohl, wenn er nicht da ist, ist ja blöd, ne? Sollen wir den nicht lieber auf das nächste Mal verschieben? Aber er hat ihn ja extra aufgenommen für uns, ne?
Ach, guck mal hier. Danke, Sascha. Mhm. Ach, da ist ein Audio. Ach, da hängt ein Audio dran. Ach, das habe ich nicht gesehen. Oder das, nicht? Ich dachte. Doch. Ich habe es gerade reingezogen. Ich habe es auch erst übersehen. Ja, dann lass doch mal hören, was er erzählt. Ja. Hallo, hier komme ich nochmal aus der Konserve. Ein Blütenschatz habe ich dabei und das ist dieses Mal schlicht und ergreifend Wissenschaft. Ich habe in einem Interview für meinen Podcast super spannende Sachen gelernt. Da ging es um den Satelliten Integral. Und da hat man durch eine Maske für ein Experiment Gammastrahlung aufgenommen, die durch diese Maske für das eine Experiment in einem anderen Experiment gelandet ist. Und man konnte tatsächlich eben aus diesem Zufall wissenschaftliche Erkenntnisse ableiten und so. Und sowas finde ich einfach großartig, dass dann auch ungeplante Dinge zu Effekten führen, zu Erkenntnisgewinnen und Wissensmehrung und solchen Sachen. Und das finde ich einfach fantastisch. Und auch zum Thema Wissenschaft, die aktuelle MinKorrekt-Folge hat mir sehr gut gefallen. Und da waren auch wieder Sachen dabei, die so richtige Augenöffner für mich waren. Und da war dieses Mal besonders das Thema 1 ganz interessant. Und da geht's um eine Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie in einer sehr, sehr kleinen Probe. Das ist also in einem winzigen Maßstab gelaufen und auch dort hat man inzwischen Mittel, Messmittel und so weiter geschaffen, dass man die allgemeine Relativitätstheorie selbst in einem winzigen Maßstab inzwischen dort als bestätigt finden kann. Und solche Nachrichten begeistern mich total. Das ist einfach der Hammer für mich. Und gerade deswegen, weil jetzt so ich ein paar Häufungen hatte in den letzten Tagen, was Wissenschaft angeht, ist Wissenschaft einfach mal mein Blütenschatz für dieses Mal. Ah, großartig, wie das heute klappt mit diesen Einspielern. Super, super, super. Aber Vera, er hat gespoilert. Es tut mir leid. Das musst du einfach deine Ohren zumachen an der Stelle. Ja, genau. Ich, naja. Ich habe schon wieder vergessen. Genau, sehr gut, sehr gut. Ganz einfach. Also die Wissenschaft und Experimente, die quasi durch Zufall Ergebnisse bringen. Super, super. Also das erste Thema in MinKorrekt ist tatsächlich faszinierend. Also ja, auch kann ich anhören. Also ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern will. Aber was sie da geschafft haben, innerhalb von 2 Jahren den Maßstab zu verkleinern, das ist tatsächlich also unvorstellbar. Ja, auf jeden Fall. Wissenschaft ist faszinierend. Ich glaube ja, dass zwischen den ganz großen und den ganz kleinen Dingen irgendwie eine Verbindung besteht. Wir werden irgendwann in den Atomen und was weiß ich, in den Teilen, die da drin sind, werden wir das Universum wiederfinden. Dann haben wir uns einmal so in der Schleife gedreht. So stelle ich mir das vor. Genau. Ich weiß. Das ist nicht besonders logisch. Gut, hat das doch geklappt mit dem Blütenschatz von Lars. Jetzt frage ich mal Paula und Sarah. Also fangen wir mal bei Paula an. Hast du oder habt ihr einen Blütenschatz? Ich glaube, wir haben Blütenschätze, jeder einen. Und ich glaube, den würdest du nehmen. Den nimm du deinen. Genau. Ihr könnt ja nicht beide denselben nehmen. Ich habe auch einen anderen. Doch, also nicht. Aber... Also wir haben ja vorhin zum Thema BDSM was angeteasert. Genau. Der Chat wartet ja auch schon ganz gespannt. Ich wollte gerade sagen, das wurde doch schon im Chat erwähnt. Das fehlt ja, doch. Ja. tatsächlich ist dann mein kleiner Blütenschatz die Kunst der Unvernunft. Der Podcast. Schön. Von Sebastian Sticks. Genau, der immer wieder, der auch live sendet. Da gibt es auch tatsächlich irgendwie massiv Telegram-Gruppen und Zoom-Calls alle 2 Wochen. Ich glaube sogar wöchentlich. Ja. Also da ist eine riesen Fanbasis drum. Das ist Wahnsinn. Das ist irgendwie nochmal so eine kleine Podcast-Welt. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ja. Der hat halt auch so eine Anrufersendung und es ist einfach großartig. Ja. Das ist einfach großartig. Also wenn das hier in dieser Sendung noch nicht war, dann auf jeden Fall Tipp. Ja. Also. Ich kann mich nicht erinnern, dass das war. Dann jetzt. Das heißt nichts. Genau. Aber gerne, super, finde ich schön. Tatsächlich. Also den Hinweis. Immer interessante Gäste, große, nette Community drumherum aufgebaut. Genau. Ganz toller Podcast. Genau. Ich habe auch noch einen Podcast mitgebracht, und zwar Nerd ist ihr Hobby. Auch ein sehr schöner Podcast. Jetzt
überlege ich gerade nur, achso, ich bin falsch. Ich habe überlegt, wo meine Seite ist. Der Podcast, über diesen Podcast sagen sie, wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby, ist ein queerer Nerd-Podcast. Wir, das sind Jasmin und Serena, reden offen über Themen wie Pen and Paper Rollenspiele, Sexualität, fantastische Literatur, BDSM, Spieldesign und Queerness und alles, was uns sonst noch so am Herzen liegt. Jeden zweiten Sonntag könnt ihr uns zuhören, wie wir unser Überleben, über unsere Arbeit im Rollenspielbereich und über Interessen plaudern. Und ja, da ist auch wirklich, also da ist auch ganz viel dabei und das ist immer sehr schön. Und das sind immer sehr schöne Sendungen. Ja, und teilweise sehr nerdig. Oh, aber ja, es stimmt. Ja, wie der Titel schon ahnen lässt. Schön. Es ist so, ja, und es ist auch so ein ganz eigener Bereich. Also das ist nicht so der typische Tech-Nerd, sondern es ist jetzt so ein ganz eigener Nerd-Bubble. Ja, das ist so Rollenspiel-Nerds halt. Ja. So Pen and Paper. Und Kinky-Nerds halt. Das sind nämlich beide auch. Guck mal, haben wir wieder was ganz Neues hier kennengelernt. Die könnten wir auch mal motivieren, hier auf die Datenbank zu kommen. Gartenbank. Ja, Gartenbank, genau. Gartenbank. Ja, das stimmt. Ich werde da mal wen gleich anschreiben. Macht es. Ihr wollt mich herausfordern. Ihr wollt, dass ich rote Ohren kriege. Ich merke das schon. Ja, ja. Du hast doch nach Gästen gefragt. Genau. Ja, ja, genau. Hey, wir haben nur Nerd ist ihr Hobby gesagt, wir haben nicht kurz eine Unvernunft gesagt. Ja, ich hörte das Wort Kinky in dem Zusammenhang aber auch gerade. Das habe ich heute gelernt. Ich habe was gelernt. Alles klar. Vielen Dank dafür. Ja. Und dann habt ihr noch einen gemeinsamen, habe ich das richtig verstanden? Nee, nee, das waren die, wir haben die nur gerade untereinander aufgeteilt. Aha, okay. So. Mhm. Okay. Vera, hast du, hast du einen Blütenschatz? Ich habe einen Blütenschatz, der heute erst ganz frisch dazu kam. Und zwar werden ja die Küken am 2.3. 10 Jahre alt. Und ich hatte beim Winterpotstock eine Session gehalten und hatte dann gesagt, ach ja, irgendwer fragte, ob es Telegram-Sticker gibt von den Küken. Und dann sagte ich, naja, wenn ihr mir die baut, dann gibt's welche. Auf jeden Fall hat Sascha, der Schiller, vielen Dank, sich dazu berufen gefühlt und mir Telegram-Verkügtheiten-Sticker gebastelt. Und das ist mein Blütenschatz. Ich habe den Link. Hamsel. Ja, der Hamsel. Link ist gleich im Chat. Das ist total toll. Also es gibt noch nicht, also es gibt eine große Auswahl, aber da kommen bestimmt noch welche dazu. Oh, das muss ich dir erst mal Alex schicken, die wird sich so freuen. Genau, und das ist jetzt mein Blütenschatz heute geworden. Oh. Eigentlich wollte ich das Winterpotstock nennen, aber das ist es ja eh. Also, das versteht's ja von selbst. Super, super. Genau. Guck mal. Ach, du entwirfst Küken, der Sascha macht daraus Sticker und Paula freut sich, weil ihre Frau wiederum damit was so richtig was mit dem Herzen Freundin. Verbindet. Freundin. Frau würde sie ablehnen. Ja, jetzt ist der Link weg, weil ich irgendwas. Nee, ja. Ich wollte eurer Beziehungsanarchie jetzt keine zu starken Schranken setzen. Ich glaube, Alex wird das komplett. Ich glaube, wir sollten dieses Thema nochmal gesondert besprechen. Ja, ich habe mir die Zunge verbrannt. Ja, also gut, also Freundin. Freundin ist immer gut. Ja. Das genau, kann ja Freundin so passt und so, immer. Und so. Passt immer. Ja. Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz? Ja, für mich ist es das Winterpotstock. Ah, ich hätte darauf einen Fünfer gewettet. Ja, aber völlig super. Zu Recht. Ja, natürlich. Ja, ich bin ja auch nicht besonders originell, also das war ja klar. Wenn es einfach ein schönes Ereignis gewesen ist. Weil es einfach ein schönes Ereignis gewesen ist und weil es einfach funktioniert hat. Es ist doch immer schön, wenn Pläne aufgehen. Sagst du das nicht? Ich liebe es, wenn Pläne funktionieren. Das gibt es doch so ein Meme irgendwo in so einem Film. Ach, Lars, wüsste das jetzt wieder, genau. Das vom A-Team. War das genau, nicht Pinky und Brain oder so? Ach, das A-Team? Okay. Ah, genau, das Egal. A-Team. Ja, richtig, ja. Richtig. Der mit der Zigarre. Serientreiber. Wie hieß er denn?
die Rollenfigur, wie hieß sie denn noch? Murdoch? Den wir alle googeln. Nee, Murdoch war... Hannibal, genau. Hannibal, ich liebe es. Also, guck mal, wir tragen Hannibal zusammen... Murdoch, sag ich doch. Ist der Hannibal Murdoch? Nein. Ich glaube, und wie heißt denn dieser... Nein, Murdoch ist eine andere Rolle. Murdoch ist eine andere, okay, dann ist es schon zu lange her, dass ich das geguckt habe. Ja, genau. Hupsi. Also. Jetzt haben wir es, super. Ja, und mein Blütenschatz ist tatsächlich, wie vorhin erwähnt, diese Szene in Hör doch mal zu, wo Paula, Sarah und Frank gemeinsam versuchen, die Kausalität und die... Korrelation zwischen Autismus, Transleben und so zu erklären und es wunderbar schräg durcheinander geht. Ich weiß leider gerade nicht, welche Folge das war. Ich suche das noch raus. Die letzte. Gut, dann ist es ja nicht so schwer. Das war die letzte, oder Sarah? Müsste die letzte gewesen sein, ja. Also es war eine großartige Szene. Guck mal kurz. Also es war auf jeden Fall in den Begrüßungen. Ja, in den Befindlichkeiten, die ja dann quasi genau. den ganzen, die werden quasi mehr oder das Ganze gewesen sind. Und so schlimm ist es noch nicht, aber ja. Nein, aber irgendjemand sagte es doch, hat noch nicht methodisch inkorrekt Niveau erreicht. Ja, genau, das wurde ja auch zitiert. Genau. Ja. Noch nicht. Aber gut, wir haben immerhin, ich glaube, insgesamt 45 Minuten, wenn man das Feedback dazu zählt, Befindlichkeit und Feedback waren 45 Minuten von 1 Stunde 44 waren mindestens 39 Minuten. Es hat, glaube ich, mittlerweile echt methodisch inkorrekt. Wir sind halt nur kürzer, da fällt das nicht so auf. Ja, in der Relation ist es auch wieder. Wir haben ja am Wochenende wieder Redaktionskonferenz, wir brauchen mehr Themen. So, aber wir müssen jetzt auch gucken, dass wir mit unseren Zeitraster klarkommen. Wir haben ja versucht, wir versuchen seit einiger Zeit jetzt die 2-Stunden-Marke einigermaßen einzuhalten haben das heute fast geschafft. Also, ja. 16. Ich wollte sagen, 15 Minuten überziehen ist gerade noch okay. Jetzt sind wir schon in der 16. Ja, es ist langsam. Dann müssen wir langsam schnell die Kurve kriegen. Ja, genau, schnell verabschieden. Und zur Verabschiedung gehört natürlich, dass wir uns bedanken. Und wir, Sendegarten-Team, wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästinnen, bei Paula und Sarah, die das neue Angebot, die Transgespräche gemacht haben. Ist auch die URL transgespräche.de, kann man eingeben, kann man hören und da kriegt man ganz viel von Paula und Sarah noch zu hören. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf der Gartenbank wart und uns von diesem Projekt so schön erzählt habt. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Genau, danke auch von mir. Und ich danke natürlich den Zuhörenden, die jetzt hier live dabei gewesen sind und auch die, die in der Konserve sind, aber auch die beiden Sendegärtnerinnen, die hier vor Ort sind, nämlich der Vera. Ganz herzlichen Dank, Vera. Ja, danke, dir auch. Ich hoffe, dein Ohr tut nicht zu arg weh. Jetzt langsam wird's, ich habe das Headset nur noch schief auf, also es geht, ja. Wir machen jetzt Schluss. Wir sagen noch dem Sebastian und dann verschwinden wir hier aus der Leitung. Ja. Dankeschön, Sebastian. Immer wieder gerne. Wunderbar. Und ja, das war jetzt die falsche Reihenfolge. Na egal, dann sage ich nochmal Danke den Hörenden, also die hier aktiv dabei waren, sowieso dem Chat und aber auch denen, die das später in der Konserve genießen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit der Ausgabe, so wie wir sie gehabt haben. Also, bis dahin, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Genau, kommt gut in die Nacht und tschüss zusammen. Tschüss.